Also ich finde es total super, dass Sie zugeschaltet sind, denn wir haben heute ein total wichtiges Thema, nämlich die Fortsetzung zum Endzeitfahrplan Israels, der zweite Teil. Wie ist das Ganze aufgebaut, die zwei Teile? Es geht eigentlich in drei Schritten. Einmal die erreichten Meilensteine im Endzeitfahrplan. Was ist bereits erfüllt, realisiert, Geschichte? Dann, wo stehen wir heute im März 2024? Und welche Meilensteine, welche Bestandteile des Endzeitfahrplans sind noch in der Zukunft? Die stehen also noch aus. Das ist der Grundaufbau. Und im ersten Teil haben wir vier erreichte Meilensteine im Endzeitfahrplan gesehen. Wer diesen ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte sich das unbedingt anhören, weil das ist die Grundlage von dem, wie es heute weitergeht. Die vier erreichten Meilensteine im Endzeitfahrplan war erstens die Sammlung Israels und die Staatsgründung. Die Sammlungsbewegung startete 1838 und die Staatsgründung 1948, 110 Jahre für diesen ersten Meilenstein. Dann der Startschuss für die Neuauflage des Römischen Reiches. Ich habe auch begründet, warum ich das von der Bibel her so sehe, dass das kommen wird. Sehe ich mit der Gründung der EWG 1957 mit den römischen Verträgen. Dann die Eroberung Ostjerusalems und des Tempelberges durch die Israelis. Das ist ein Meilenstein in der Landnahmeentwicklung durch Israel und auch die Voraussetzung, dass dann in der Endzeit ein Tempel wieder entstehen kann. Und ein weiter erreichter Meilenstein, den wir behandelt haben, ist die Gründung der EU, das aus dem schmalen Pflänzchen EWG dann bis 1992 eine aus 27 Ländern bestehende Europäische Union entstanden ist, die sich fest auf die Fahne geschrieben hat, einen Prozess der völligen Integration Europas einzuleiten und immer mehr diese Integration dieser Länder zu vertiefen und auch die EU auszudehnen. Und die ganzen Spielregeln sind da verankert worden. Der Zwischenzustand im März 2024 konnte man Folgendes konstatieren. Die Sammlungsbewegung in Israel hat sich total konsolidiert. Ja, waren bei der Staatsgründung vielleicht 600.000 Israelis in Israel gelebt. So sind es heute über 6 Millionen. Und aus ganz vielen Ländern. Und der Staat Israel hat sich immer mehr gestärkt und ist wirtschaftlich, ökonomisch, militärisch eine unglaubliche Macht heute. Ein wirklicher Faktor, also eine enorme Konsolidierung des Staates Israels und der Sammlungsbewegung hat stattgefunden. Gleichzeitig hat es eine enorme Konsolidierung der Europäischen Union gegeben und ein sehr wichtiger Höhepunkt in dieser Konsolidierung war auch die Gründung der Union für den Mittelmeerraum, UFM, 2010, wo jetzt die EU zusammen mit anderen, insgesamt sind es 43 Staaten, die in einem Boot sitzen und auf die weitere Integration Europas mit den nordafrikanischen Anrainerstaaten inklusive Israels daran arbeiten. Nur etwas mit einer etwas anderen Methode als bei der Integration der EU. Aber es ist das gleiche Ziel, diesen ganzen Mittelmeerraum zu einen, zu einer Pax Mediterrana, zu einer Friedenszone und einer Wohlstandszone durch immer mehr stärkere Angleichung der Lebensverhältnisse und Integration der Gesellschaften. Das ist der Zwischenstand heute. Und dann haben wir im ersten Vortrag gehört, die fünf ausstehenden Meilensteine im Endzeitfahrplan. Das ist jetzt noch nicht chronologisch. Die Chronologie kommt dann etwas später. Sondern wir sammeln erstmal die Punkte, die es gibt. Die werden ja auch teilweise kontrovers diskutiert. Die fünf ausstehenden Meilensteine im Endzeitfahrplan ist einmal, dass Israel diesen Feind aus dem Norden besiegt. Diese berühmt-berüchtigten Kapitel, Hesekiel 38, 39, sehr umstritten. Dann der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem sehe ich als eine zwingende Infrastruktur für das Auftreten des Antichristen. Dann der Übergang der Regierung des Römischen Reiches, sprich dieses Mittelmeerraumes, der hier immer weiter integriert, in eine Regierungsform, die praktisch 10 Könige erlaubt oder ein 10er-Gremium dann an der Spitze haben wird. Das ist Zukunftsmusik. Und das Auftreten des Antichristen und sein Bundesschluss mit Israel. Und fünftens haben wir gesehen, dann gibt es eine Zäsur. Nach 3,5 Jahren, nach diesem Bundesschluss, gibt es eine Zäsur, dass dieser Bund gebrochen wird und das Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird. Und das ändert dann alles. Das ist der Turning Point. Heute in diesem zweiten Teil
möchte ich einen Nachtrag liefern für einen weiteren Meilenstein, der bereits existiert. Habe ich wirklich vergessen, das zu erwähnen, und es ist mir gekommen, muss ich unbedingt noch einbauen. Und diesen fünften bereits erreichten Meilenstein sehe ich als weltweite Mission. Und parallel zur weltweiten Mission gibt es aber auch den Glaubensabfall. Ich werde es dann auch erläutern. Also das ist bereits vorhanden, da müssen wir nicht drauf warten. Und das ist die Ergänzung zu den bereits erreichten Meilensteinen. Und dann bringe ich heute 7 weitere ausstehende Meilensteine im Endzeitfahrplan. Und ich werde die allgemeine Charakteristik der Zeit beschreiben, wie die Zeit sein wird nach diesem Bundesbruch, nach dieser Zäsur, nachdem 3,5 Jahre normaler Tempeldienst in Israel wieder existiert hat. Und dann kommt das Aufstehen des Kreuzes der Verwüstung und diese Zäsur, wo sich alles ändert. Wie ist diese Zeit charakterisiert? Und ich sehe da 6 Charakteristiken, wie wir noch sehen werden. Dann der Dienst der 2 Zeugen in Jerusalem, Offenbarung 11. Dann gibt es eine massive Eskalation des Geschehens durch das Tier aus der Erde. Das werden wir uns näher anschauen. Dann die Bargeldabschaffung ist eine Voraussetzung für diese Eskalation, wie wir noch sehen werden. Und Sie werden sich wahrscheinlich wundern, wie weit die Bargeldabschaffung inzwischen gediehen ist und dass das etwas ist, was sehr, sehr nahe kommen wird. Dann die Eskalation durch Satan, Tier aus dem Meer und Falschprophet. Das ist eine 2. Eskalationsstufe nach der 1. durch das Tier aus der Erde. Jetzt kommt eine 2. gegen Ende dann, wo Satan, Tier aus dem Meer und Falschprophet, also die antigöttliche Dreieinigkeit, die Sache praktisch zum Finale führt. Ja. Offenbarung 16, 12 bis 16. Dann werden wir uns anschauen, den Endkampf am Tag des Herrn. Dieser Endkampf wird an ganz verschiedenen Schauplätzen stattfinden, wie wir noch sehen werden. Und wir werden die Ereignisse im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu Christi dann betrachten. Welche Elemente sind da enthalten? Was passiert da alles im unmittelbaren Zusammenhang der Wiederkunft Jesu? Also eine sehr spannende Agenda heute. Und wir werden eins nach dem anderen gut abarbeiten. Der 5. Meilenstein, der bereits vorhanden ist, wo ich denke, da muss man nicht drauf warten, dass da noch was kommt, sondern das ist da. Das ist die weltweite Mission und der Glaubensabfall. Zur weltweiten Mission hat Jesus diesen entscheidenden Tipp gegeben, ja, die entscheidende Lehre, dass er das genau lokalisiert als eine Voraussetzung, dass dieses ganze Ende dann wirklich auch kommen kann. Matthäus 24, Endzeitrede Jesu, Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Und dieses Ende, was hier heißt, ist dieses spezielle Endzeit, diese Drangsalszeit, weil dann sagt er, und dann wird das Ende kommen. Und dann ab Vers 15 beschreibt er dieses Ende. Und dass die weltweite Evangeliumsverkündigung stattfinden wird, ist ja auch schon impliziert im Missionsbefehl, Matthäus 28, ja, da geht hin, alle Welt, mache zu Jüngern, alle Völker oder aus allen Nationen, aus allen Volksgruppen, ja, sind etwa 16.000 Volksgruppen in der Größenordnung, die da erreicht werden müssen. Und das geht auch Richtung Ende. Also ich glaube nicht, dass wir noch groß auf irgendwas warten müssen. Wir haben heute eine weltweite Evangeliumsverkündigung. Ja, auch wenn noch nicht in jedem Volksstamm jetzt eine Gemeinde existiert oder jeder Volksstamm, den es gibt, der vielleicht aus 2000 Leuten besteht, dass da schon ein Missionar jetzt ist. Ja, aber trotzdem, wir haben globale Evangeliumsverkündigung praktisch in allen Ländern der Erde. Der Glaubensabfall, von dem 2. Thessalonicher 2, Vers 3 spricht, der die Voraussetzung ist, also die weltweite Evangeliumsverkündigung ist die Voraussetzung, dass das Ende kommen kann, diese spezielle Endzeit kommen kann. Und der Glaubensabfall ist die Voraussetzung, dass der Antichrist kommen kann. Das macht Paulus ganz klar in 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Da sagt er, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor, also bevor der Tag des Herrn kommt, bevor dieses Ende kommt, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden. Also es muss ein
Abfall, das ist ein Glaubensabfall gemeint, ein Abfall kommen. Und im Zuge dieses Abfalls wird dann auch dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, der Bosheit geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, und das ist der Antichrist. Die Frage ist, wo macht man diesen Glaubensabfall fest? Da gibt es verschiedene Versuche, dass man irgendwelche bestimmte Punkte in der Geschichte als die Linie sieht, die da überschritten worden ist, und jetzt sind wir im Abfall. Manche sehen diese Linie überschritten in der Französischen Revolution 1789. Andere sehen diese Linie, weil der Abfall ja, das wäre Abfall mehr in der Gesellschaft, dass sie sich auch von Gott weg, mehr wegwendet, emanzipiert. Andere sehen, dass mehr der Abfall muss ja in der Kirche sein, und sehen das dann mehr in der liberalen Theologie, die im 18. Jahrhundert so ihren Anfang nahm und immer stärker wurde bis zum heutigen Tag. Andere machen es fest am Siegeszug der Evolutionstheorie. Denn jetzt war zum ersten Mal Gott als Schöpfer überflüssig, weil man eine Erklärung hatte, wie die Welt ohne Gott entstanden ist. 1859. Andere sehen eine Zäsur nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es zu einer Entchristlichung Europas kam, die ja auch zunehmend ist, diese Säkularisierung. Ich persönlich glaube, dass diese Punkte alle was mit Abfall zu tun haben, aber man tut es zu kurz greifen, wenn man das nur als Punkte sieht. Ich persönlich denke, dass Charles Taylor mit seiner Analyse recht hat, dass er sagt, wir sind eigentlich im 16. Jahrhundert bereits in ein säkulares Zeitalter eingetreten. Und er schreibt in einem unglaublichen Wälzer von weit über 1000 Seiten, beschreibt er diese Umwälzung in der Geistesgeschichte, in der Religion, in ganzen Empfinden und Denken und so weiter, in der europäischen Welt vor allem, was danach dem, was vor 500 Jahren eingesetzt hat und bis heute fortwirkt, ein säkulares Zeitalter. Und dieses säkulare Zeitalter ist vor allem charakterisiert durch eine Entchristlichung vormals christlicher Länder, das ist ja unbestritten vorhanden, und gleichzeitig eine Herrschaft neuer Religionen. Und jetzt sagt man ja, wo gibt es dann so die neuen Religionen? Meint jetzt die Esoterik damit? Nein, ich meine gar nicht so die Esoterik damit, sondern neue Religionen. Und Yuval Noah Hariri hat das sehr gut herausgearbeitet in seinem Homo Deus, eine Geschichte von morgen, auch in seinen anderen Büchern in dieser Trilogie. Er hat das gut herausgearbeitet, dass Sozialismus, vor allem der Humanismus und der Liberalismus, dass das natürlich Religionen sind. Und das, was angebetet, verehrt wird, wo die Leute sich voll gedanklich mit identifizieren, und Gott ist beiseite geräumt. Und dieser Humanismus ist in Wahrheit, und das hat Taylor natürlich klar erkannt, dieser Humanismus ist in Wahrheit ein ausgrenzender Humanismus. Also ein Humanismus, wo der Mensch das Maß aller Dinge ist, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und Gott eigentlich vor der Tür gesetzt worden ist. Man braucht Gott nicht mehr. Man kann auf Gott völlig verzichten. Das ist halt eine Krücke für ein paar Leute, die halt so mit der Realität nicht zurechtkommen. Die brauchen halt noch Gott. Aber Gott als Schöpfer braucht man nicht mehr, um die Schöpfung zu denken. Ja, da hat man die Evolutionstheorie. Und Gott greift auf jeden Fall nicht in die Geschichte ein. Es gibt keine Offenbarung und so weiter, sondern es ist alles menschlich. Religion, also christliche Religion, ist praktisch eine Erfindung, wird gemeint. Und der Mensch ist das Maß aller Dinge und Gott ist außen vor. Und dieses Zeitalter, das war ein langer, langer Prozess, und da stehen wir einigermaßen am Ende dieses Prozesses. Und es wird immer schlimmer, dass man sich von Gott wegwendet und die Werte abgelegt werden, die von der Bibel eigentlich vorgegeben sind, in allen gesellschaftlichen Bereichen und familiären Bereichen und so weiter. Und ich denke, dass man das eher in dieser großen Dimension sehen sollte, dass dieser Abfall, der eine Voraussetzung ist, dass der Antichrist dann auftritt und zugejubelt wird ihm, dass es dieser lange Prozess ist, der längst vorhanden ist, und es braucht da nichts Besonderes mehr. Ja? Wir sehen es ja auch an der Gesetzgebung. Die Franzosen verankern jetzt das Recht auf Abtreibung in ihrem Grundgesetz. Das Gleiche wird überlegt, ob man es auch für die EU macht und so. Also wie weit wir von Gott wegkommen, wird deutlich in ganz vielen Bereichen. Es gibt auch einige, die meinen, dieser Abfall ist noch etwas Zukünftiges. Eine ganz spezielle punktuelle Sache. Zum Beispiel ein zukünftiger Abfall der Juden
in Verbindung mit diesem Bund, der da geschlossen wird zwischen Antichrist und dem jüdischen Volk, dass das der Abfall ist. Aber ich glaube nicht, dass das der Abfall ist, weil der Abfall ist ja da schon da. Weil der Abfall muss da sein, bevor der Antichrist aufkreuzt. Also das halte ich für nicht korrekt. Andere meinen, es ist noch irgendwie in der Kirche, da wird in der Zukunft irgendwann ein noch flächendeckender Abfall kommen im Leib Jesu. Aber da muss man sagen, in der Kirche, wovon will man denn überhaupt noch abfallen? Man ist ja so weit gesunken von dem christlichen Niveau, wenn man mal die Urkirche anschaut, was da Christsein bedeutet und was heute in den Kirchen praktiziert wird, weltweit an vielen, vielen Stellen, durch diese Liberalisierung und durch den offenen Unglauben im Grunde und dass Jesus eigentlich und die Bibel eigentlich keine Autorität mehr haben. Aber man sieht sie noch als Kirche. Also der Abfall ist längst da, meine ich. Also deswegen, ich sortiere das hier ein. Das sind Dinge, da muss nichts mehr passieren in der Zukunft. Wir haben weltweite Mission. Wir haben auch den Glaubensabfall. Das ist interessant, der Glaubensabfall ist vor allem in den vormals christlichen Ländern. Und die weltweite Mission und die Erweckung und die Aufbrüche und die wirklich Erweckungsbewegung, die haben wir mehr in den Ländern, die vorher nicht christlich erreicht waren, also in der südlichen Hemisphäre. Und schon in den 70er Jahren gab es ja dann mehr wirklich gläubige Christen außerhalb den traditionellen christlichen Ländern, also in früheren Missionsländern. Insgesamt gab es dann mehr Christen als in der westlichen Welt. Und das hat sich enorm noch verstärkt. Also das ist der fünfte Meilenstein, der da ist. Und jetzt kommt die allgemeine Charakteristik der Zeit nach der Zäsur. Also wenn dieser Bund, der zwischen Antichrist und Israel geschlossen wurde, irgendwie in Verbindung mit Wiederaufbau des Tempels und Einführung der Opfer, wenn dieser Bund geschlossen ist, nach 3,5 Jahren werden diese Opfer dann plötzlich wieder abgeschafft. Und stattdessen wird dann das Gräuel der Verwüstung oder das Bild des Antichristen oder irgendwie im Tempel dann auftauchen. Und das sind 6 Charakteristika, die diese Zeit nach den ersten 3,5 Jahren charakterisieren. Und da möchte ich auch einige Bibelstellen jetzt lesen oder darüber kurz erklären, was da drin steht in den Bibelstellen, wie das sein wird. Der erste klare Punkt ist, dass der Antichrist, der vorher diesen Bund geschlossen hat, jetzt plötzlich sein wahres Gesicht zeigt. Und dieses kleine Horn in Daniel 7, dass wir dann zum Beispiel Zeit und Gesetze ändern, dass wir die Heiligen verfolgen, da zeigt es sein wahres Gesicht. Es wird große Reden halten und Lästerungen machen und so, da zeigt es sein wahres Gesicht. In der Stelle über den Antichrist in Offenbarung 11, Abvers 36, in Daniel 11, Abvers 36, das möchte ich mal lesen, weil da wird eigentlich der Antichrist fantastisch beschrieben, was der macht. Und wie er sich dann sein offenbart und sein wahres Gesicht zeigt. Da heißt es, und der König wird tun, was er will und wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden und es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn ausgewirkt hat, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Also ist auch alles im Plan Gottes so enthalten, es muss kommen, diese Zeit. Auch die Götter seiner Väter oder den Gott seiner Väter, der Antichrist ist ja wohl ein Jude, also müssen wir vielleicht übersetzen, den Gott seiner Väter, wird er nicht achten. Er wird weder den Lieblingsgott der Frau noch einen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Also er macht sich selbst zum Gott. Dagegen wird er den Gott der Festungen verehren. Wahrscheinlich bedeutet es Militarismus, also auf militärische Stärke und auf Rüstung setzen. Den Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben, wird er ehren mit Gold, Silber, Edelstein und Kostbarkeiten. Und er wird die starken Festungen dem fremden Gott unterstellen. Denen, die ihn erwählen, wird er große Ehre antun und sie zu Herren machen über viele und ihnen Land zum Lohn austeilen. Also vor allem diese Selbstüberhebung, dass er nichts mehr achtet, keinen Gott mehr anerkennt, nur noch sich. Ja. Und das wird eigentlich von Paulus aufgegriffen im 2. Thessalonicher Brief, weil die Beschreibung, wie Paulus im 2. Thessalonicher Brief den Antichristen beschreibt, ist sehr stark verwandt. Sprachlich, inhaltlich mit Daniel 11. Und da lese ich mal, wie er hier das schreibt. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Er ist der Widersacher, dieser Mensch der Bosheit, der da offenbar wird, ne, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt.
Das ist genau das Gleiche, was in Daniel 11 stand. Sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Ja, das ist sein Höhepunkt. Dass der Antichrist, der falsche Messias, sich als Gott öffentlich ausgibt und sich in den Tempel Gottes setzt und als Gott verehren lässt. Ja. Und in Offenbarung 13, bei der Beschreibung des Antichristlichen Reiches und des Antichristen, da haben wir die Aussage: Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und er tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus, also den Tempel, auf Erden oder im Himmel oder beide, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Ja. Er zeigt sein wahres Gesicht. Es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Auch das wird uns in Daniel gezeigt. Daniel 12 vor allem, aber auch Daniel 7 haben wir, dass er die Heiligen verfolgt und dass Gott es auch ihm gelingen lässt, dass er die Heiligen verfolgen kann und töten kann. Ja, also das sind die Gläubigen, vornehmlich mal aus Israel, aber wohl nicht nur. Also er wird die Heiligen töten, verfolgen. Das ist eine große Drangsalzeit für Israel dann. In Kapitel 12 heißt, zu jener Zeit, das ist die antichristliche Zeit, wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn, da kommt der Begriff auch her, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Also wird alles in Schatten stellen, und da wird es dann Angst und Bange. Ne? Wir haben 30-jährigen Krieg gehabt, wir haben Weltkriege gehabt, wir haben Holocaust gehabt. Ja? Und jetzt heißt, das wird eine Zeit sein, wird alles in Schatten stellen, was je gewesen ist, im Blick auf Trübsal, schwere Zeit und Not. Ja? Eine Zeit so großer Trübsal, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Es läuft dann letztlich auf die Rettung Israels dann hinaus. Alle, die im Buch geschrieben stehen, nur durch der gläubige Teil von Israel. Also 12, Vers 1 und Vers 6 bis 7. Und er sprach zu dem Mann in Leinenkleidern, der über den Wassern des Stroms stand, wann sollen denn diese großen Wunder oder Zeichen geschehen? Und ich hörte den Mann in Leinenkleidern, der über den Wasser des Stromes stand, also dieser Engel, erhob seine rechte und linke Hand, also zum Schwurheben nicht nur eine, sondern sogar zwei Hände, um das noch zu verstärken. Also er schwört mit beiden Händen vor Gott. Er schwur mit der rechten und der linken Hand, hob die Hände auf gen Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, also bei Gott, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll. Diese schreckliche Drangsalszeit. Es sind diese berühmten 3,5 Jahre. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, weil sie eben immer mehr gesammelt sind, soll dies alles geschehen. Man kann aber auch übersetzen, wenn die Zerschlagung des heiligen Volkes ein Ende hat, wenn es wirklich am Boden liegt, ganz zerschlagen ist, dann soll das alles geschehen. Also es wird eine Drangsalszeit für Israel sein, Vers 11 und 12, er sagt auch noch was dazu. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, das ist diese Zäsur in dieser 70. Jahrwoche, in dieser Mitte. Von der Zeit an sind es noch 1290 Tage, also 3,5 Jahre plus ein Monat. So lange wird es dauern, diese Drangsalszeit. Wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage, also noch 1,5 Monate mehr. Also das ist der Zeitrahmen auch und das ist eine ganz schreckliche Drangsalszeit für Jakob. Und Jesus greift genau das auf mit diesem Groll der Verwüstung in Matthäus 24. Wenn er jetzt von dem Ende schreibt, dass dem die weltweite Mission vorausgehen muss, aber wenn die weltweite Mission da ist, dann sagt er in Vers 15, Matthäus 24, Endzeitrede, dann sagt Jesus, wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, also im Tempel, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, zum Beispiel Daniel 9, Vers 27, in Daniel 12, Vers 11, wer das liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Haus zu holen. Wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück in die Stadt, seinen Mantel zu holen.
Wehe aber den Schwangeren, stillen zu jeder Zeit. Bittet aber, dass eure Flucht oder Flucht nicht geschehe im Winter oder am Schabbat. Denn, wenn dieser Gräuel aufgestellt wird, diese Zäsur, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nie wieder werden wird. Also Jesus zitiert hier praktisch Daniel 12. Ja. Und dann sagt er noch, und wenn diese Tage, weil sie so schrecklich sind, nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Die Auserwählten sind natürlich die Gläubigen. Das Gleiche steht wortwörtlich gleich in Markus 13. Und in Offenbarung 12 haben wir auch einen Hinweis auf die Bedrängnis Israels, diese Drangsal für Jakob, dass der Satan alles dran setzt, Israel zu zerstören. Und zwar ist Israel ja diese Frau in Offenbarung 12, die Frau, die Sonnenfrau. Und dort heißt es in den Versen 13 bis 16. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, also Israel, die den Knaben geboren hatte. Der Knabe ist Jesus. Und es wurde der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flüge an ihren Ort, wo sie genährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Also wie dieses Endzeitmaß, 3,5 Jahre. Und das Bild zeigt uns, dass Israel wird zwar verfolgt werden von Satan, aber es wird nicht vernichtet werden, weil Gott sein Volk bewahrt. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie ein Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Also sie versucht alles Mögliche, um Israel zu vernichten. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Also die Erde ist verbündet hier praktisch mit der Frau und Gott sorgt dafür, dass die Frau trotz aller Bemühungen Satans nicht vernichtet wird. Ja. Es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob, eine Not, die so nie da gewesen ist. Aber es ist auch eine Zeit, wo Gott seinen heiligen Überrest in Israel bewahrt. Dann, was viele nicht glauben wollen, weil sie diese Vorentrückungslehre verfechten. Aber ich denke, das Wort Gottes spricht hier was ganz anderes. Wir werden in dieser Zeit nach der Zäsur eine massive Christenverfolgung haben. Und Martyrium. Es ist nicht nur eine Drangsalszeit für Jakob, es ist auch eine Drangsalszeit für die Gemeinde Jesu mit vielen Märtyrern. Und das, was Jesus hier in Matthäus 24 gesagt hat, dass ihr dann abhauen sollt und so weiter, das sagt er ja nicht irgendwelchen ungläubigen Juden. Natürlich sind es in Jerusalem vornehmlich Judenchristen, die hier angesprochen sind. Aber es gibt ja auch Christen weltweit. Und die sollen dann auch fliehen. Also wenn wir als Christen das erleben sollten, dass im Tempel von Jerusalem das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, dann muss man Koffer packen, aber nicht langsam, sondern schnell. Am besten sofort abhauen und sich irgendwo zurückziehen und fliehen. Ja. Aber dass wirklich Christen hier in dieser Endzeit, in diesem Zeitraum wirklich auf der Erde sind, da gibt es ganz viele Stellen der Offenbarung, die das bezeugen. Und wenn man nicht diese Brille der Vorentrückungslehre auf hat, die ja erst im 19. Jahrhundert überhaupt aufgekommen ist. Die alte Kirche hat sowas überhaupt nicht dran gedacht. In der ganzen Kirchengeschichte hat niemand das gelehrt. Ist erst im 19. Jahrhundert überhaupt aufgekommen, diese Lehre. Wenn man ohne diese Vorentrückungslehre im Hinterkopf die Bibel liest, dann ist völlig offensichtlich, dass natürlich hier auf Erden Christen sind, die leiden, die verfolgt werden und die Märtyrer sein werden. Und ich lese diese Stellen jetzt mal, weil es sehr wichtig ist, damit Sie mir das auch glauben, dass hier Christen auf der Erde sind während dieser schrecklichen Zeit. Ja. Es heißt in Offenbarung 6, Vers 9 bis 11, das ist das fünfte Siegel, da werden die Seelen am Altar gezeigt, derer, die um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen getötet wurden. Also es geht hier um Märtyrer, und zwar christliche Märtyrer. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Also in der gesamten Geschichte der Gemeinde Jesu gibt es immer wieder Märtyrer und die sind jetzt praktisch im Schoß Abrahams oder am Altar, also und im Jenseits. Und sie sind bei Bewusstsein
und sie erwarten und fragen, Herr, wann rächst du unser Blut? Wann wird das endlich mal gerecht von dir, dass es aufhört? Und dann ist die Antwort, und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig hinzukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Also es gibt eine Liste der Märtyrer in der ganzen Kirchengeschichte, aber das ist dann immer noch nicht das Ende, dass Gott die Rache übt, sondern es müssen noch andere auch noch von ihren Brüdern auch noch getötet werden. Das Maß muss praktisch noch voll werden. In Kapitel 7, Vers 9 wird uns eine unzählbare Schar gezeigt. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Ja, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in den Händen, und riefen, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Also das sind Christen, die sich zu Christus und Gott bekennen. Und auf die Frage, wer sind denn diese? Antwortet dann der Engel in Vers 14, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes. Also es sind Christen. Wenn man seine Kleider gewaschen hat im Blut des Lammes, dann ist man natürlich Christ. Ja. Und Gott wird dann abwischen alle ihre Tränen. Also das sind christliche Märtyrer, die aus der großen Trübsal kommen. In Kapitel 12, Vers 17 wird nicht nur verfolgt die Schlange nicht nur Israel, sondern weil sie Israel nicht vernichten kann, ist sie besonders sauer. Und der Drache, heißt es in Vers 17, wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Wer ist dieses Übrige von ihrem Geschlecht? Gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Also Menschen, die an Jesus glauben. Also nicht nur Israel wird verfolgt, aber auch bewahrt von Gott. Aber der Satan wird auch sich auf die Christen stürzen und die, die das Zeugnis Jesu haben, versuchen zu vernichten und die verfolgen, sie zu bekämpfen. Und wir, die Christen, Heidenchristen, die kommen ja auch aus der Frau, aus Israel heraus. Das Heil kommt von den Juden. In Kapitel 13, Vers 7 ist vom Antichristen die Rede. Da heißt es, und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen. Im Neuen Testament sind die Heiligen die Christen. Und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Ja. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Dieser Satz sagt ja indirekt auch, naja, die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes stehen, also die Christen, die werden nicht anbeten. Die werden da nicht mitmachen. Aber natürlich müssen sie den Preis zahlen, das ist Gefängnis oder Tod. Und dann heißt es, wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Dann ist das so. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. In Kapitel 14, Vers 9 bis 13, werden die Gläubigen ermahnt im Zusammenhang mit der Botschaft des dritten Engels. Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und ihm das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, das ist dieses Malzeichen des Tieres, was dann noch kommen wird dann, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und es wird gequält, er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, wie die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Also eine maximale Drohung für alle die, für alle Menschen, eben dieses Malzeichen des Tieres auf keinen Fall anzunehmen. Denn wenn man das macht und das Tier anbetet, dann wird man in der Hölle landen. Ja? Wird man in der ewigen Qual laden, nie Ruhe haben. Ja? Wer dieses Malzeichen des Tieres annimmt, also das darf man auf keinen Fall. Und dann heißt es in Vers 12, hier ist Geduld der Heiligen. Wieder diese Heiligen. Wer sind diese Heiligen? Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Also das sind Christen da,
die die Gebote halten, die den Glauben an Jesus haben, die, die Heilige sind, die sind da in dieser schrecklichen Lage, wo man getötet wird, wenn man das Tier nicht anbetet. Und sie werden gewarnt, auf keinen Fall da mitzumachen, dieses Tier anzubeten. Ähnlich wie bei Daniel 3, ja, wo alle niederfallen mussten. Aber die gläubigen Männer, die standen, die drei. Und so müssen wir auch stehen. Koste es, was es wolle. Und dass Christen hier durch diese Trübsal müssen, wird uns auch in Kapitel 16, Vers 5 bis 7 gezeigt. Da haben wir, und ich höre den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du, weil der dritte Engel, der goss seine Schalen auf, in die Wasserströme und dann wurden die zu Blut, sodass die Leute Blut trinken müssen. Ne? Also das Wasser ist dann Blut, wie damals bei Mose. Und ich höre den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast, dass du praktisch den gottlosen Menschen Blut zu saufen gibst. Ja? Denn, warum ist es gerecht? Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind's wert. Und dann kommt so eine Stimme von ganz hinten, von dem Altar, wo diese Märtyrerseelen sind. Und da heißt es, und ich hörte den Altar sagen, das meint natürlich die Seelen, die Märtyrerseelen am Altar von Kapitel 6, ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Ihre Frage in Kapitel 6 war, bis wann rächst du unser Blut? Und jetzt hier, wenn die Menschen, die dann diese Sachen gemacht haben, dann Blut saufen müssen, hier wird eine Rache Gottes sichtbar. Also es sind Christen, die hier betroffen sind. Und in Kapitel 20, Vers 4 wird auch ganz klar gesagt, und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet wurden, um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und diese regierten mit Christus 1000 Jahre. Das sind Christen, die durch diese Trübsalzeit durchgegangen sind und auch um den Preis ihres Lebens Christus treu geblieben sind, Märtyrium erlitten haben, aber sie werden mit Christus herrschen. Ja. Also ich wünschte ja, dass die Leute mit dieser Vorentrückungstheorie recht habt, ja, denn wer will denn da durch? Aber das Wort Gottes spricht eine völlig andere Sprache. Und die Stellen, die von der Entrückung sprechen, die bringen überhaupt keinen Zusammenhang. Es gibt nur zwei Stellen, die explizit von der Entrückung sprechen. Die bringen überhaupt keinen Zusammenhang, dass es irgendwas mit, wegen der Trübsalzeit zu tun hat. Ja. Massive Verführung der Menschheit durch Lüge, Täuschung, Betrug mit Zeichen und Wundern, sagt 2. Thessalonicher. Weltweite Anbetung Satans und des Tieres, also er macht sich ja zum Gott, setzt sich in den Tempel Gottes, gibt sich als Gott aus und dann wird dafür gesorgt, dass Satan angebetet wird, dass das Tier angebetet wird und wer dann nicht mitmacht, der wird liquidiert. Ja. Gleichzeitig, das Imperium schlägt zurück, sage ich dann immer, Gott reagiert dann auch, ja. Gott schaut dann nicht nur zu, Gott reagiert auch. Und wir haben von der Seite Gottes, er reagiert auch mit massiver Beeinträchtigung der Schöpfung. Also kommen schreckliche Gerichte. Die ersten vier Posaunengerichte, da geht es um Eingriffe Gottes gegen die Schöpfung, wie unsere ganzen geschöpflichen Ressourcen massiv zurückgefahren werden. Ein Drittel Trinkwasser, ein Drittel des Meeres und ein Drittel der Pflanzenwelt und so weiter. Wird massiv die Ressourcen auf der Erde zurückgefahren um 33%. Aber nicht nur die Natur leidet und wird zurückgefahren und den Menschen natürlich da enorm unter Druck gesetzt, was das für die Ernährung bedeutet. Diese Plagen kann man sich auch vorstellen. Aber es geht dann auch weiter später gegen die Menschen, dass sie zum Beispiel so Geschwüre bekommen, beziehungsweise dass da Plagen sind, wo sie dann Schmerzen haben und sich den Tod wünschen, weil sie 5 Monate lang Schmerzen haben. Da geht auch die Klage und das Gericht Gottes gegen die Menschen. Der Dienst der zwei Zeugen in Jerusalem, Kapitel 11, das möchte ich nur kurz behandeln, da müssen wir mal eine ganze Session drüber machen. Vielleicht mache ich das in der Zukunft mal, Studien zur Offenbarung. Dann kann man ein ganzes Video machen über die zwei Zeugen. Aber hier nur kurz das Wesentliche. Die zwei Zeugen, sehr wichtig im Endzeit-Szenario, sind ganz wichtige Akteure. Und ihre Vollmacht wird in Kapitel 11, Vers 5 bis 6 beschrieben.
Und da ist ganz klar offensichtlich, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, dass ihre Vollmacht genau die von Elia und Mose ist. Verse 5 bis 6. Und wenn jemand ihnen Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Hat Elia zweimal gemacht mit den Hauptmännern, mit den 50 Leuten. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Also wie bei Elia damals. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Genau das hat Elia gemacht. Da hat es dann 3,5 Jahre nicht geregnet. Interessanterweise, genau 3,5 Jahre hat es bei Elia nicht geregnet in dieser Gerichtszeit, in der Auseinandersetzung mit dem Götzendienst von Ahab und Isabel. Und so wird es auch sein in dieser Endzeit, da wird es auch 3,5 Jahre nicht regnen. Das ist das Maß. Und damals war es auch buchstäblich 3,5 Jahre. Und das wird hier auch buchstäblich 3,5 Jahre sein. Also beide Sachen, das Feuer vom Himmel, was die Feinde verzehrt, kein Regen 3,5 Jahre, das waren die Zeichen, die Wunder, die Elia tat. Und das andere, was kommt, ist wie Mose. Diese zwei Zeugen haben Vollmacht, Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln. Das war Spezialgebiet des Mose, ne? Das Nilwasser in Blut zu verwandeln. Und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollten. Also denken wir an die 10 Plagen Ägyptens. Ne? Also es ist ganz klar, die Power, die die haben, ist wie Elia und wie Mose. Aber es ist sehr interessant. Elia, zuerst war ja Mose. Mose stand in der Konfrontation mit der heidnischen Weltmacht. Der Elia stand in der Konfrontation mit den eigenen Leuten, nämlich mit den Juden, die abgefallen waren. Mit den götzendienerischen Juden. Ja. Also praktisch zwei Gegenkräfte. Einmal wird der heidnischen Weltmacht der Stirn geboten und einmal wird den verführerischen und abgefallenen Landsleuten praktisch Stirn geboten. Und genau das braucht man auch. Wir haben den Antichristen und wir haben dann diese ganze religiöse Verführung mit dem Tempelkult, dann mit dem Gräuel der Verwüstung und so. Und weil das alles so schlimm ist, diese Phase, tut Gott nicht nur einen schicken, sondern zwei Männer in dieser Vollmacht. Was ist ihre Identität? Es gibt Ausleger, die glauben, dass wirklich Elia und Mose buchstäblich wiedererweckt werden, auf die Erde kommen. Andere, vor allem auch die Juden, denken das so, aber auch die alte Kirche hat es ganz stark vertreten, dass diese zwei Zeugen niemand anders ist als Henoch und Elia. Denn die beiden hatten gemeinsam, dass sie nicht gestorben sind. Und ich glaube aber, dass wir hier nicht an eine Wiederbelebung von Toten oder in den Himmel entrückter Leute denken sollte, sondern ich glaube, dass einfach zwei unbekannte Gesalbte sind, die in der Kraft Elias und Moses vor Gott stehen und die Gemeinde flankieren. Da gibt es einen tollen Text in Sacharja 4, da wird ein goldener Leuchter gezeigt und die zwei Ölbäume rechts und links, die diesen Leuchter flankieren. Der Leuchter ist ein Bild für die Gemeinde und diese sind praktisch wie Wächter oder Schutzherren, Security sozusagen für diese Gemeinde. Und dann heißt es, nach einigen Hin und Her in der Konversation dort, ja, diese zwei Ölbäume sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrn stehen. Und das ist sprachlich und so ganz eng verwandt mit dem, was in Offenbarung 11 steht. Also diese zwei Ölbäume, werden auch Ölbäume genannt, sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrn stehen. Und gesalbt wurde praktisch politische Herrscher oder eben Propheten und Priester und so. Es gibt dann andere Auslegungen über die Identität, und zwar eine ganze Reihe von geistlich übertragenen Deutungen, die ich für völlig verfehlt halte und die nicht ihren Grund in der Schrift haben, sondern in der Fantasie der Ausleger. Man nimmt einfach die Zahl 2 und man sagt, was hat Autorität? Ja? Und da haben wir zum Beispiel Altes und Neues Testament. Deswegen sagen manche, die zwei Zeugen ist Altes und Neues Testament. Oder es ist Israel und die Gemeinde. Ja. Also solche Sachen. Da stimmt jeweils die Zahl 2 und da stimmt auch, dass irgendwo Autorität dahinter steht. Ja, Zeugnis für Gott. Aber was überhaupt nicht stimmt, ist, dass davon Plagen ausgehen und so weiter. Das stimmt alles überhaupt nicht. Und auch das Ende, dass sie dann umgebracht, geschändet werden, das passt alles überhaupt nicht. Also nur die zwei Ideen, Zahl 2 und irgendwie geistliche Vollmacht. Und dann wird irgendwas daher gesponnen, damit man da hinkommt. Aber es wird nicht beachtet, was im Text steht. Und das ist einfach eine schlechte Bibelauslegung. Der Ort ihres Zeugnisses ist nämlich auch ganz konkret. Es ist konkret. Der Ort des Zeugnisses ist Jerusalem.
Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Also Jesus wurde in Jerusalem gekreuzigt. Also ist der Wirkungsort von diesen Leuten, diesen Gesalbten, in Jerusalem. Kann ich jetzt sagen, das Alte und Neue Testament, irgendwie, das passt doch alles überhaupt nicht. Die Dauer ihrer Wirksamkeit ist auch ganz klar festgelegt. Es heißt, ich will meinen zwei Zeugen Macht geben und sie sollen weissagen, 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Also mit Trauerbuße. Ich glaube, ja, wir kommen noch drauf, wo das zu sortieren ist. Die Dauer ihrer Wirksamkeit ist also auch für diese ominösen 3,5 Jahre. Diese sind die zwei Ölbäume, die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Das ist die Verbindungsbrücke, dieser Link zu Sacharja 4. Und die Frage ist, okay, wo bringe ich diese 3,5 Jahre ihre Wirksamkeit unter? Wo ist das einzuordnen? Und wo ist der Anfang und der Endpunkt? Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es gibt drei Möglichkeiten in Wahrheit. Also manche machen es symbolisch und sagen, es ist die ganze Zeit der Kirchengeschichte, weil die Gemeinde Jesu und Israel sind die ganze Zeit immer wirksam und so. Oder das Alte und Neue Testament. Also wenn man es geistlich übertragen hat, dann werden auch die 3,5 Jahre nicht buchstäblich genommen, sondern auf die ganze Kirchengeschichte ausgedehnt. Aber wenn man es buchstäblich nimmt, was sicher richtig ist hier, die Frage trotzdem, ist es vor der Zäsur? Und erst wenn diese zwei Zeugen dann weggeräumt werden, kann der Antichrist sein wahres Gesicht zeigen? Oder ist das Ganze nach der Zäsur? Also sehr oft, habe ich gelesen, wird doch angenommen, dass die ersten 3,5 Jahre der Dienst der zwei Zeugen ist und dann sind die tot und dann kommt der Antichrist voll zum Tragen, kommt voll durch. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass es nacheinander ist, sondern ich denke, dass es eine Gleichzeitigkeit ist. Dass diese zwei Zeugen gerade da ihren Dienst tun, wo diese ganze Gottlosigkeit, diese ganze Drangsalzeit auch herrscht. So wie Mose in der Auseinandersetzung mit Pharao gewirkt hat und der Elia in der Auseinandersetzung mit Ahab gewirkt hat, in dieser Drangsalzeit, in diesen 3,5 Jahren. Das ist parallel. Und wenn sie dann weggeräumt werden, dann sind wir auch nahe bei der Wiederkunft Jesu, aber da kommen wir dann noch drauf. Also, Eskalation durch das Tier aus der Erde. Vorschläge zur Identität des Tieres. Das Tier aus der Erde ist Offenbarung 13, Vers 11. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier, also dieses Tier aus dem Meer, dessen tödliche Wunde heil geworden ist, anbeten praktisch. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben worden ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden ist. Also dieses widerstandene Römische Reich. Dem soll ein Bild gemacht werden, weil es so besonders ist, dass es Todeswunde hatte, die wieder geheilt worden ist. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Dieses Tier aus der Erde, das nur hier so beschrieben wird, das Tier aus dem Meer wird Kapitel 13 und 17 beschrieben, dieses Tier aus der Erde ist natürlich schwer zu deuten und es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, wer dieses Tier sein soll. Da gibt es die Auslegungslinie von liberalen Theologen oder die auch dann religionsgeschichtlich die Offenbarung auslegen. Die machen eine zeitgeschichtliche Ausdeutung und verlegen das ins erste Jahrhundert. Da hat es stattgefunden. Da ist das Tier aufgetreten. Da gibt es die Idee, dass das König Herodes sei, der so mit dem römischen Kaiser zusammenarbeitet. Oder es ist der zeitgeschichtliche Antichrist, der damals lebte im ersten Jahrhundert, aus religiöser Perspektive beschrieben. Oder es sind die Kaiserpriester in römischen Provinzen, die den Kaiserkult fördern. Oder es sind Gaukler, so Künstler und Leute, die den Kaiserkult auch gefördert haben in den Provinzen. Ja. Entweder Priester oder andere so Unterhalter, Entertainer eigentlich. Ja.
Also man verlegt das ins erste Jahrhundert und ist natürlich alles vorbei, ja. Und so genau, was hier steht, ja, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, das ist ja gar nicht passiert im ersten Jahrhundert, das wird dann ignoriert. Keine gute Auslegungsmöglichkeit. Die anderen, gibt andere, die nehmen das symbolisch, da sind auch gläubige Leute drunter. Wickenhauser ist auch eher konservativ-katholisch. Und man deutet das symbolisch und sagt, naja, das ist Propaganda. Das ist die Propagandamaschine zugunsten des Tieres. Also Propagandamacht der religiösen, geistigen und politischen Mächte allgemein, zu allen Zeiten, oder heilsgeschichtliches Bild für Kompromisse mit dem Götzendienst, ja, dass man halt dann das Tier anbetet, dass man da Kompromisse macht. Also es ist einfach nur eine symbolische Bedeutung. Die ganzen Einzelheiten in diesem Text werden ignoriert. Kann man ja nicht ausdeuten. Nur eine grobe Linie. Es ist die Propagandamacht, einfach Bild für Götzendienst und so. Das ist sehr unbefriedigend. Es gibt dann andere Deutungen. Es ist eine Person der Endzeit, eine Einzelperson. Zum Beispiel der Falschprophet des Antichristen. Also das Tier aus dem Meer ist der Antichrist und das Tier aus der Erde ist der falsche Prophet, der noch anderweitig beschrieben wird. Und die arbeiten zusammen, der falsche Prophet macht Propaganda für den Antichristen. Und dass der falsche Prophet und das Tier aus der Erde identisch sind, das legt Offenbarung 16, Vers 13 nahe. Da heißt es, und ich sah aus dem Rachen des Drachen, aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen gleich frischen. Also diese antigöttliche Trinität besteht aus Satan, Tier und falscher Prophet. Und in Vers 19, Vers 20, wo das Ende dieser antigöttlichen Trinität beschrieben wird. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen, mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hat, durch welches er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Das ist genau der Job von dem Tier aus der Erde, das, was hier steht. Und wird hier mit dem Namen Falschprophet beschrieben. Also das ist eindeutig. Das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, eben das Tier aus der Erde, der vor seinen Augen, vor dem Augen des ersten Tieres, die Zeichen getan hatte, durch welche die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Feuer und Schwefel brennt. Und der Satan wird später auch in den Abgrund eingesperrt. Also bekommen die ihre Strafe. Und das ist sehr logisch, sehr naheliegend und auch eine sehr gut mögliche Auslegung, wenn man hier eine Einzelperson sieht. Und man sieht auch, es sind Ausleger, Lohmeier, Zahn, Hadorn und so weiter. Das sind viele bibelgläubige, großartige Männer Gottes da dabei, die das so sagen. Und das ist ein ziemlicher Konsens hier im christlichen Bereich heutzutage. Die Dispensationalisten sehen es aber anders. Die haben eine andere Denke, wer eigentlich der Antichrist ist. Die sehen Satan, römischer Weltherrscher und Antichrist. Und der Antichrist ist der falsche Prophet zugunsten des römischen Weltherrschers. Aber in der oberen Fassung wird der Antichrist von dem Falschprophet unterschieden und der Antichrist wird mit dem römischen Weltherrscher identifiziert. Also das ist eine spezielle Sache der Dispensationalisten. Also diese Person, das Tier aus der Erde, ist der Antichrist, der als falscher Prophet des endzeitlichen römischen Reiches in Israel lebt. Dabis, Kofil, Dönkes und praktisch fast alle Dispensationalisten. In der alten Kirche hat man nochmal anders gedacht. Und es ist immer interessant, was in der alten Kirche gedacht wird, weil man da ist ja nah dran an Apostel Johannes über Überlieferungsketten, ja, über Polycarp, Irenäus, Hippolyt und so, ist man nah dran am Ohr von Johannes und dem Apostel. Und in der alten Kirche hat man gelehrt, es ist das Tier aus der Erde ist der Antichrist und sein falscher Prophet, aber jetzt in religiöser Perspektive. Also Kapitel 13 ist der Antichrist in politischer Perspektive, die erste Hälfte ist das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde ist der Antichrist und sein falscher Prophet, aber jetzt in religiöser Perspektive. Das ist auch eine sehr interessante Möglichkeit. Ja. Und auch Bousset hat ja auch das so gesehen, dass die eigentlich identisch sind, nur unter verschiedener Perspektive geschildert werden. Als Argumente für die Identifizierung mit dem Antichristen werden eigentlich die vier Punkte genannt. Einmal, das Tier aus der Erde ist ja zusätzlich zum Tier aus dem Meer.
die Dispensationalisten sagen, das Tier aus dem Meer ist der römische Weltherrscher. Also dann muss das Tier aus der Erde dann der Antichrist sein. Die anderen, die sagen, das Tier aus dem Meer ist der römische Weltherrscher und das ist der Antichrist, die sagen, das Tier aus der Erde zeigt, dass das Tier aus dem Meer, aber eben aus einer religiösen Perspektive. Also es wird unterschieden, aber einmal aus politischer, einmal aus religiöser Perspektive. Also man kann das schon so identifizieren. Dass das Tier aus der Erde kommt, aus dem Land kommt, Land steht oft für Israel. Es ist klar, dass der Jude, der Antichrist ein Jude sein muss, weil die Juden würden nie einen als Messias akzeptieren, der nicht Jude ist. Also es ist auf der Hand liegen, dass der Antichrist Jude ist. Und von daher, dass er aus dem Land Israel dann kommt, das liegt dann nahe. Und die zwei Hörner, die man da sieht bei diesem Tier aus der Erde, dann sagen sie, das eine steht für den Antichrist und das andere für seinen falschen Prophet. So praktisch wie Hitler und Goebbels. Viele hatten gedacht, Hitler wäre der Antichrist, dann wäre Goebbels ein falscher Prophet gewesen. Aber es war es ja dann nicht, der Antichrist. Die letzte Deutung, die ernsthaft in Erwägung gezogen werden muss, ist die Sache, dass man hier nicht an eine Einzelperson der Endzeit denkt, sondern an eine endzeitliche Weltmacht. Luther hat ja gedacht, er lebt in der letzten Zeit und das tausendjährige Reich, Wiederkunft Jesu, steht kurz vor der Tür. Und da war ja gerade der Angriff der Türken Richtung Europa, standen auch vor Wien. Und er hat das Türkenreich als diese endzeitliche Weltmacht gesehen. Das wäre das Tier aus der Erde. Aber das war nicht wirklich textgemäß und hat sich ja auch nachweislich so nicht erfüllt. Interessant ist, 1909 hat ein gewisser Conradi gesagt, es ist nicht eine Einzelperson der Endzeit, sondern eine endzeitliche Weltmacht. Aber wir wissen noch nicht, welche das sein soll. 1909. Heute gibt es einzelne Leute, die meinen, diese endzeitliche Weltmacht, die da in diesem Endzeitgeschehen eine Riesenrolle spielt, ist ein islamisches Reich im Nahen Osten. Eine Art Neuauflage des babylonischen Weltreiches oder sowas. Ein nahöstliches Weltreich, was so im Entstehen begriffen sei, nach ihrer Meinung, hätte dann zwei Zentren, die zwei Hörner, Babylon, das wieder aufgebaut werden muss, und Jerusalem. Gehl hat es zum Beispiel vertreten. Eine Position, die in der christlichen Welt fast unbekannt ist, absolut als political incorrect gilt, ist die Idee, dass dieses Tier aus der Erde die USA ist. Wagt man sich ja kaum auszusprechen. Ja. Aber das ist eine Idee, die bei den Adventisten seit langer, langer Zeit feste Überzeugung ist. Und die Adventisten sind immerhin 26 Millionen Christen weltweit, extrem gut in der Bibel beheimatet, kennen sich gut in der Prophetie aus. Und da wird das ganz vertreten. Man kann es nachlesen bei Kopialka zum Beispiel. Markus und Frank sind andere nicht so Normalbürger im christlichen Bereich. Ja. Was für Argumente würden denn für USA sprechen? Das ist gar nicht so dumm. Man kann argumentieren und sagen, Tier steht in der Bibel nicht für eine Einzelperson, sondern Tier steht in der Bibel immer für Reich. Daniel 7, Daniel 8, Offenbarung 13, Offenbarung 17. Dann USA und Europa, das Tier aus dem Meer. Eine enge Zusammenarbeit zwischen diesen ist überhaupt kein Problem. Wir haben enge Zusammenarbeit der USA mit Europa, mit Israel, sehr eng sogar. Dann, dass das Tier aus der Erde, aus dem Land genannt wird, aus der Erde, das hat nichts mit Israel zu tun, sondern Europa, da ist die Mittelmeerwelt, das Tier aus dem Meer, viele Völker und so. Aber USA kommt aus der großen Landmasse Nordamerikas. Ja, von daher würde es vielleicht auch passen, im Gegensatz zum Tier aus dem Meer, Mittelmeerwelt, Europa. Die USA erscheint christlich, ja, wie ein Lamm, redet und handelt jedoch antichristlich. Jetzt muss ich mal sagen, ich bin wirklich ein ganz großer Freund der USA und habe viele amerikanische Christen kennengelernt, die ich außerordentlich schätze. Ich liebe diese Leute, auch ihren Pragmatismus und ihre geostrategische Sache, auch dass sie mutig Dinge voranmachen und so. Aber man muss trotzdem nüchtern erkennen, dass die USA, die nach außen hin als ein christliches Land erscheint und viel christlicher ist als die europäischen Länder, aber im tiefsten Innern doch ganz sehr antichristlich agiert. Also an den Taten sieht man das dann. Denken wir an diesen brutalen
Haifischkapitalismus, der gekündigt wird, wie durch ihre Finanzmacht, die sie haben, weltweit ihre Herrschaft brutal ausgebreitet wird. Die illegalen Kriege, Obama hat Friedensnobelpreis bekommen, aber er hat eigentlich 6 völlig illegale Kriege geführt. Es ist Staatsterrorismus, was hier läuft. Also es ist so viel auch im Argen. Es scheint christlich, aber unter der Oberfläche sieht es ganz, ganz anders aus. Wenn man ihre Taten sieht, was dabei rauskommt, wie viel Zerstörung, wie viel Tode, wie viele Menschen ausgebeutet werden durch dieses ganze Wirtschaftssystem. Und da ist ganz viel im Argen, muss man sich mal mit beschäftigen. Eine Weltmachtstellung, die die USA innehat, verlangt Mitwirkung im Endzeit-Szenario. Wäre seltsam, wenn die ja überhaupt keine Rolle spielt. Wegen der Identität der übrigen Endzeitakteure, wenn man die alle durchgeht, der ist das, auch die Könige im Osten werden genannt, ja, dann bleibt eigentlich nur das Tier aus der Erde übrig, wenn die USA im Endzeitgeschehen überhaupt eine Rolle spielen sollte. Und dann muss man auch sagen, wirtschaftlich gesehen, finanztechnisch, überwachungstechnisch, polizeilich, wäre USA die einzige Macht, die eigentlich in der Lage ist, das Szenario, was in Offenbarung 13 steht, wirklich umzusetzen. Also, abwarten, Tee trinken, wie sie das alles zeigen wird, aber mich würde das nicht so sehr überraschen. Was sind die Bestandteile der Eskalation des Tieres aus der Erde? Es bewirkt die weltweite Anbetung des Tieres aus dem Meer. Durch Zeichen und Wunder, da kann man auch technisch einiges tricksen, Feuer vom Himmel fallen lassen, kann man auch technisch organisieren. Errichtung eines Standbildes für das Tier aus dem Meer. Dieses Tier wird verlebendigt, da muss man auch denken, was ist mit KI noch alles möglich oder holographischen Tricks. Tötungsbefehl gegen diejenigen, die das Standbild nicht anbeten. Und dann die Einführung des Mahlzeichens des Tieres zur Teilhabe am Wirtschaftsleben. Das ist ganz klar hier gesagt, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen kann, es sei denn, man hat das Mahlzeichen des Tieres. Und das ist jetzt das Interessante an dieser Geschichte. Um das umzusetzen, was in Offenbarung 13 hier steht, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, dieses Mahlzeichen des Tieres. Um das umzusetzen, ist es absolut zwingend, dass es kein Bargeld mehr gibt. Dass das Bargeld vorher abgeschafft ist. Nur dann kann man im digitalen Zahlungsverkehr sowas durchsetzen. Was auch noch wichtig ist, bei dieser Eskalation des Tieres, aus der Erde, was da an Eskalation kommt, dass Gott auch wieder eine Gegenreaktion zeigt. Und zwar die göttliche Gegenreaktion ist auch eine Eskalation des Gerichts. War vorher die Zeit bestimmt, dass die Naturressourcen zurückgenommen werden, haben wir jetzt eine Eskalation des Gerichts, weil ja auch so viele Christen getötet werden und Juden getötet werden, dass die Zornesschalen Gottes jetzt ausgegossen werden. Und die haben auch etwas speziell mit dem Reich des Antichristen zu tun. Man kann das nachlesen, Offenbarung 16, 1 bis 11. Die ersten 5 Zornesschalen ist praktisch die Gegenreaktion Gottes wegen dieser Eskalation durch das Tier. Die Bargeldabschaffung, habe ich gerade eben gesagt, ist zwingende Voraussetzung, um das Szenario von Offenbarung 13, Vers 11 folgende durchzuführen. Und wer sich da ein bisschen informieren möchte, da habe ich 2 Bücher, die hier sehr hilfreich sind. Norbert Hering, Schönes neues Geld, PayPal, WeChat, Amazon Go, uns droht eine totalitäre Weltwährung. Extrem gut recherchiert, wirklich Fachmann, sehr gut zu lesen. 2017 ist es rausgekommen. Und Hans-Jörg Stützle, seit 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Bargeldabschaffung, das Bargeldkomplott, Bargeldverbot auf Raten, bezahlt mit unserer Freiheit. Man kann aber einfach nur Bargeld abschaffen, Bargeldverbot im Internet eingeben und man wird unglaublich viele Seiten finden, wo dazu was steht. Hochinteressante Sachen. Ich gebe jetzt einen ganz kurzen Abriss, wie weit das gediehen ist und wo wir stehen und dass die meisten meiner Hörer, da will ich meine Hand ziemlich ins Feuer legen dafür, diese Bargeldabschaffung auch erleben werden. 2005 bis 2010 hat Mastercard und Visa aus Geschäftsinteresse natürlich dem Bargeld den Krieg erklärt und spricht vom Krieg gegen das Bargeld, damit alle natürlich digital mit Mastercard und Visa-Card zahlen und sie verdienen. Das darf man ihnen ja gestatten, dass sie als solche Firmen einen Krieg gegen das Bargeld führen.
Aber sie haben sich dann mächtige Verbündete geholt und dann hat auch ihre Strategie geändert. Ab 2010, also vorher findet man diesen Satz Krieg gegen das Bargeld immer wieder auch in ihren Veröffentlichungen und Werbekampagnen. Aber ab nach 2010 hört man das überhaupt nicht mehr. Dieses Wort Krieg gegen das Bargeld, dieses Wort ist tot, aber die Sache lebt umso mehr. 2009 wurde eine Financial Inclusion Expert Group gebildet, die ganz mächtig ist. Das sind Mastercard, Visa dabei und natürlich US-Regierung, G12, G20-Staaten und einige andere wichtige Organisationen. Die Expert Group soll es ausarbeiten und da kam es dann 2010 von dieser Expert Group vorbereitet zu diesem Aktionsplan Financial Inclusion. Und man hat dann auch 2010 die Global Partnership für Financial Inclusion gegründet, eben von diesen mächtigen Regierungsorganisationen, aber auch Firmen und so. Und der Begriff Financial Inclusion bedeutet finanzielle Inklusion, hört sich ja gut an, vor allem die Armut abzuschaffen, so wird gesagt, und alle armen Bürger, die eigentlich überhaupt kein Geld haben, denen durch Bankkonto und bargeldlose Zahlkarten und so, sie zu integrieren in die Finanzwelt, in die Wirtschaftswelt. Hört sich gut an, auch mit Mikrokrediten und so weiter. Die Praxis ist allerdings, geht in eine ganz andere Richtung. Im Wesentlichen geht es darum, dass auch die Ärmsten der Armen irgendwie ein Bankkonto eröffnen. Im gleichen Jahr 2010 hat die EU eine neue Definition von gesetzliches Zahlungsmittel erlassen, das ganz wichtig ist. Bisher, vor 2010, heißt es, auf Euro lautende Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Finden wir im Bundesbankgesetz, finden wir im Artikel 16 der EZB-Fassung, finden wir im Artikel 128 des Vertrags der Europäischen Union. Also Banknoten auf Euro, das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Ja. Und das kann man dann auch gerichtlich einklagen, dass das eben so geleistet wird. Und das hat man 2010 geändert, ganz fein, aber wirkungsvoll. Die Europäische Kommission hat in der Empfehlung von 2010, die Empfehlung 191, Folgendes erlassen. Gesetzliches Zahlungsmittel bedeutet auf Annahmezwang, und jetzt kommt die entscheidende Änderung, sofern sich die Parteien nicht auf andere Zahlungsmittel geeinigt haben. Zum Beispiel auf bargeldlosen Zahlungsverkehr. Und das war die Schleuse, die Tür, die das aufmacht, trotz der bisher rechtlich geltenden Gesetzgebung, was gesetzliches Zahlungsmittel ist, die also jetzt die Möglichkeit gibt, auch dass Firmen sagen, wir nehmen kein Bargeld mehr an, sondern wir haben unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass nur mit Karte gezahlt werden kann. Die Maya-Erklärung, diese Global Partnership for Financial Inclusion, hat es ja Länder eingeladen, da mitzuwirken, also auf bargeldlosen Zahlungsverkehr umzustellen. In der Maya-Erklärung 2011 haben 70 von den 204 Staaten der Erde, 70 Länder, Schwellenländer, Entwicklungsländer, ihre Absichtserklärung abgegeben, fand es feierlich, dass sie ihre Wirtschaft auf komplett bargeldlosen Zahlungsverkehr umstellen wollen. Man hat die Better Than Cash Alliance gegründet, das ist eine riesige Lobbyorganisation, die alles dran setzt, um das Bargeld kaputt zu machen und um digitale Zahlungsweisen zu forcieren. Eine zweite große Kampagne, neben diesen Financial Inclusion, mit diesen, dass die Armen eingebunden werden, ja, über so Karten in dieses ganze Banksystem. Bei der digitalen Identität geht es darum, dass jeder Erdenbürger eine digitale Identität bekommt und dann auch biometrisch Gesichtserfassung, sodass er identifiziert werden kann. Bei der einen geht es, dass alle bei der ersten Zangenbewegung geht es praktisch darum, alle ins Banksystem reinzubringen. Und hier geht es darum, dass jeder kontrolliert werden kann. Ja. Also die totale Überwachung. Um nichts anderes geht es hier. Globale Partnerschaft für digitale Identität. 2016, ich war überrascht, hat John Syrian, das ist damals der Chef der Deutschen Bank, bei dem Weltwirtschaftsforum in Davos zur Bargeldabschaffung gesagt, also er denkt, dass in 10 Jahren
das Bargeld verschwunden ist. Das wäre 2025, 2026, das Bargeld verschwunden ist. Das ist etwas optimistisch gewesen, aber es zeigt, in welche Richtung es geht. Man hat auch alle Regularien inzwischen entwickelt und erarbeitet, High-Level Principles for nicht Financial Inclusion, sondern for Digital Financial Inclusion. Jetzt hat man digitale finanzielle Inklusion. In Indien hat man am 8.11.2016 ein gewaltiges Sozialexperiment gemacht und von heute auf morgen zwei ganz wichtige Banknoten verboten. Die konnten nur noch eingetauscht werden bis Jahresende. Und da wurden 22 Milliarden Banknoten eingezogen und ausgetauscht. Und was vorgegeben wurde, war gegen Geldwäsche und so vorzugehen. Ja, Falschgeld und Geldwäsche und so. Aber das Eigentliche war, was auch das Ergebnis war, dass ganz, ganz viele Inder, die vorher kein Bankkonto hatten, nach dieser Aktion ein Bankkonto hatten und auch die Geldmenge, die im Umlauf ist, wurde reduziert. Aber das ist ein extra Ding. Können Sie mal forschen über Demonetarisierung in Indien in 2016. Das Arbeitspapier des Internationalen Währungsfonds von 2017, das ist jetzt hochspannend. Da lese ich mal was vor und da zieht es einem echt fast die Schuhe aus. Und das war eigentlich ein Versehen, dass das an die Öffentlichkeit gekommen ist. Das hätte nicht sein dürfen, aber es ist passiert. Und in diesem Arbeitspapier des Internationalen Währungsfonds heißt es, ich lese jetzt mal drei Passagen vor. Völlige Bargeldlosigkeit sollte phasenweise in Schritten vollzogen werden. Die Abschaffung des Bargeldes könnte auf anfänglich völlig unumstrittenen Schritten basieren, wie große Banknoten abzuschaffen, eine Obergrenze für Bartransaktionen einzuführen und das Registrieren von Bargeldbewegungen über die Grenzen hinweg. Weitere Schritte könnten beinhalten, dass man wirtschaftliche Anreize anführt, um Bargeldtransaktionen zu reduzieren, indem man das Eröffnen und Verwenden von Konten, von denen man bargeldlos überweisen kann, vereinfacht und das Finanzsystem weiter computerisiert. Es ist vorzuziehen, dass der private Sektor die Bargeldabschaffung betreibt und nicht der staatliche Sektor. Wenn der Staat die Abschaffung des Bargeldes betreibt, erscheint es fragwürdiger und die Leute könnten Einwände dazu haben. Auf jeden Fall sollte der verführerische Versuch, das Bargeld durch ein Dekret abzuschaffen, verhindert werden. Wenn man bedenkt, wie sehr die Leute das Bargeld mögen. Eine PR-Kampagne ist notwendig, um irgendwelche Verdachtsmomente bezüglich der Bargeldabschaffung zu beschwichtigen. Ganz besonders die Idee, dass die Behörden versuchten, alle Aspekte vom Leben der Leute zu kontrollieren, insbesondere ihren Gebrauch von Geld, oder die Idee, dass ihre persönlich Ersparnis in Banken gezwungen würde. Die Bargeldabschaffung würde mehr Zugkraft gewinnen, wenn der Prozess auf individuellem Konsumentenwillen und Kostenvorteilen bestehen würde. Koordinierte Anstrengungen bei der Bargeldabschaffung könnte die positiven Wirkungen verstärken und mögliche Kosten reduzieren. Mindestens auf der Ebene der führenden Länder und der führenden Währungen sollten Behörden ihre Bargeldabschaffungsanstrengungen koordinieren. Solch eine Koordination ist ganz speziell wichtig bei der Entscheidung, größere Banknoten bei allen wichtigen Währungen abzuschaffen, Obergrenzen und andere Restriktionen für Bartransaktionen festzulegen und Meldepflichten für Bartransaktionen oder ihre Besteuerung einzuführen. Innerhalb eines Währungsraumes wäre es sinnvoller, Richtlinien für den gesamten Währungsraum festzulegen, statt nur für einzelne Länder. Und schlussendlich ist eine Übereinstimmung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor und eine PR-Kampagne über die Vorteile und Vorgehensweise bei einer graduellen Abschaffung eine unerlässliche Grundvoraussetzung bzw. Schlüsselfunktion für einen Erfolg. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern es ist ein Arbeitspapier des Internationalen Währungsfonds. Die Corona-Pandemie hat den Trend zum bargeldlosen Zahlungsverkehr massiv verstärkt. 2021 startete das Projekt Digitaler Euro. 2022 war die Raiffeisenbank Hochtaunus die erste Bank, die voll digital ist. Das heißt, die Bankautomaten wurden abgebaut. Bargeld gibt es nicht bei dieser Bank. Weitere Filialen der Sparkasse oder der Deutschen Bank folgten diesem Typus digitale Bank. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz im Zuge des Ukraine-Krieges von 1912-22 hat die Möglichkeit für den Staat erleichtert, jede Organisation, jeden Privatmann finanziell voll zu durchleuchten. 2023 haben wir folgende Vorreiterländer im Blick auf Bargeldabschaffung. Finnland will nach Schätzung der finnischen Zentralbank Ende 2029 das Bargeld abschaffen. Schweden wird voraussichtlich 2030 das Bargeld komplett abschaffen. Norwegen, Niederlande, Großbritannien sind auch ähnlich weit fortgeschritten in dieser Hinsicht.
2023 gab es einen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zur Einführung des digitalen Euro. Es hat dann auch die Vorbereitungsphase begonnen, die geht bis 2025. Am 18.01.2024 wurde der Beschluss gefasst in der EU, das ist jetzt gerade ein paar Wochen her, die Bargeldobergrenze im Euroraum auf 10.000 Euro verbindlich für den gesamten Währungsraum festzulegen. 10.000 Euro, da kannst du also kein Auto für 11.000 Euro mehr bar bezahlen. Es geht um Kontrolle natürlich. Und Tracking-Maßnahmen für Bargeldzahlung ab 3.000, dass man das irgendwie nachverfolgen kann. Also ab 10.000 ist sowieso verboten, aber alles, was du über 3.000 bar bezahlst, gibt es Maßnahmen, dass sie das wissen können, wie das Geld da geflossen ist. 2025 wird eine Entscheidung getroffen werden über die nächste Phase des digitalen Euros. Die Einführung des digitalen Euro wird 2026 als frühester Termin gehandelt, wird aber wahrscheinlich nicht stattfinden, sondern wahrscheinlich 2028. Das ist der von den Experten erwartete Einführungstermin für den digitalen Euro. Die Bargeldstrategie 2030, so wird das Ding genannt, sagt, wir haben eine parallele Verwendung von digitalen und physischen Euro, solange die Kunden das wünschen. Das heißt natürlich auch, solange die Wirtschaft das wünscht oder solange das so ist. Ja. Aber das ist natürlich hochverdächtig. Das Ziel ist die Abschaffung des Bargelds, überhaupt keine Frage. Der Bargeldeinsatz in Deutschland ist traditionell hoch. Es gibt Italien, Portugal, Malta und Spanien hat auch recht sehr hohen Bargeldeinsatz. In Deutschland ist es hoch, aber natürlich sinkt es auch, weil es systematisch runtergefahren wird und kaputt gemacht wird. Gibt es eine ganz klare Strategie, wie man das macht. 2017 hatten wir 74% aller Finanztransaktionen wurden mit Bargeld ausgeführt. Kann 1,50 sein oder 20 Cent oder so, ist dann eine Transaktion. Und nur 26% der einzelnen Zahlvorgänge waren Giralgeld. Allerdings war schon 2017 zum ersten Mal, seitdem diese Statistiken natürlich erhoben werden, seit vielen Jahrzehnten, war der Bargeldumsatz, was mit Bargeld umgesetzt wurde, nur noch 48%. Also es wurde mehr Geld mit Giralgeld, mehr Umsatz mit Giralgeld als mit Bargeld. Zum ersten Mal 2017. Ich habe keine Zeit gehabt, jetzt die neuere Zahlen zu recherchieren, aber 2020 war auch im Zuge der Corona-Pandemie die Zahlvorgänge in Bargeld auf 60% in Deutschland abgesunken und Zahlvorgänge in Giralgeld auf 40% angestiegen. 2023 waren wir auch nur bei 59% Zahlungsvorgänge in Bargeld. Also die Deutschen lieben ihr Bargeld. Da muss man ein bisschen nachhelfen, dass sie die Lust auf Bargeld verlieren und sich Lust, neue Freude gewinnen an digitalem Geld. Der digitale Euro ist ja dazu auch ein geeignetes Projekt. Schweden sieht schon ganz anders aus. Schweden gehört zu den Vorreiterländern und wahrscheinlich auch das Spitzenland, was wahrscheinlich als erstes Land den völlig bargeldlosen Zahlungsverkehr einführen wird im gesamten Land. Da haben wir 2017 nur noch 13% Zahlungsvorgänge in Bargeld und 87% Giralgeldvorgänge. Aber im Umsatz bezogen ist Bargeld nur noch 5% und Giralgeld, also mit Kartenzahlung, 95%. Und das war 2017 und man kann sicher sein, dass 2024 das noch viel anders aussieht zugunsten von Giralgeld und zu Ungunsten von Bargeld. Also ich bin ja auch öfter in Schweden und da kannst du fast an manchen Stellen kannst du nicht mehr mit Bargeld zahlen. Die nehmen kein Bargeld mehr an. Die Grenzwerte für Kosten des Bargelds ist in Schweden fast erreicht, 2017. Heute ist das längst erreicht und aus leinen Kostengründen rentiert sich der ganze Bargeldverkehr überhaupt nicht mehr in Schweden. Dann haben wir natürlich Studien berechnet, die waren natürlich auch von McKinsey finanziert und von verschiedenen Bill Gates Stiftungen, so werden so Studien gemacht, dass die Entwicklungs- und Schwellenländer 3% ihres Bruttosozialprodukts sparen könnten, wenn sie auf komplett bargeldlosen Zahlungsverkehr umsteigen. Hochentwickelte Länder würden vielleicht nur 1% sparen, aber es ist immer noch viel. Bei 200 Milliarden für Deutschland sind es immerhin 20 Milliarden Einsparung, kann man schon mal brauchen. Also Umstellung auf bargeldlosen Verkehr. Also das wird kommen, das ist auch nicht aufzuhalten. Dann muss man aber jetzt auch nicht in Panik verfallen, wenn wir bargeldlos werden. Das wird kommen, das wird nicht aufzuhalten sein. Ob dann der Antichrist noch 10, 15 oder 20 oder 50 Jahre dauert, das wissen wir ja auch nicht. Ja? Aber grundsätzlich ist die Bargeldabschaffung eine wichtige Voraussetzung für das Szenario, was wir im Endzeitszenario sehen, genauso wie der Tempelbau in Jerusalem das wäre. Das wären zwei extrem offensichtliche Sachen, wenn das kommt. Wir haben die Eskalation durch das Tier gesehen, aber es gibt auch eine Eskalation durch Satan, das Tier aus dem Meer und den Falschprophet am Ende.
Weil Gott hat ja zurückgeschlagen, Gegenschlag auf die Eskalation durch diese Forcierung der Plagen, durch diese Zornesschalen, die dann wirklich auch den Antichristen im Mark treffen. Er wird auch diese Plagen, diese Zornesschalen, die gehen ganz stark gegen die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben oder gegen die Menschen, die in dem antichristlichen Reich da sind. Und auch der Thron des Antichristen wird da berührt. Also Gott hat zurückgeschlagen und es kommt dann noch zu einer finalen Eskalation. Und diese finale Eskalation haben wir in Offenbarung 16, Vers 12 bis 16. Und ich lese das jetzt mal. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde, den Königen vom Aufgang der Sonne. Also der Euphrat gilt traditionell als die Grenze zwischen Ost und West. Also in der Antike, in der Geschichte ist es so, die Grenze zwischen Ost und West ist der Euphrat. Und wenn der austrocknet, dann wird diese Grenze beseitigt, dieses Hindernis beseitigt. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen, Satan, und aus dem Rachen des Tieres, Römisches Reich, und aus dem Munde des falschen Propheten, Tier aus der Erde, drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt. Ja, also es würde auch gut passen für USA, ja, dass sie dabei sind bei dieser Organisation von diesen Sachen. Die gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, lassen ihren ganzen Einfluss spielen. Mit dem Ziel, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, komme plötzlich. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, dass er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Und er, wahrscheinlich Gott hiermit gemeint, er versammelt sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Harmagedon. Das ist diese Eskalation, Mobilisierung aller Könige des Erdkreises durch die antigöttliche Trinität, Satan, Tier aus dem Meer und hier aus der Erde. Und das führt dann zu diese Mobilisierung führt dann zu einer Invasion im gesamten Nahen Osten. Das geht aus Daniel 11 hervor. Und speziell geht es aber um Israel. Hesekiel 38, 39 ist meines Erachtens hierhin gehörig und nicht irgendwie ein Sieg Israels über ein angreifendes Russland. Ich glaube, es gehört in diese Eskalation hinein. Aber das habe ich im ersten Vortrag beschrieben, ausführlich. Und da kann man das nachhören, wie Hesekiel 38, 39 zu verstehen ist. Gott ist der Wegbereiter dieser Eskalation. Das muss man sich immer wieder sagen. Es ist Gott, der die Fäden zieht. Er trocknet diesen Euphrat aus. Er tut diese Grenze zwischen Ost und West, westliche Welt, östliche Welt, Asien, Europa, USA auf der einen Seite, Asien, asiatischer Block auf der anderen Seite. Er reißt diese Grenze nieder, dass die sich vereinigen zum Kampf gegen das Volk Gottes. Erster Weg bei der Eskalation. Jesu Wiederkunft ist das Zielpunkt der Eskalation. Siehe, ich komme. Darauf läuft es hinaus. Im Zuge dieser Eskalation wird Jesus wiederkommen. Die Gemeinde ist aktiver Beobachter dieser Eskalation. Sie wird aufgerufen, selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt. Beschmutzt euch nicht, bleibt rein. Haltet fest am Glauben. Ja, darum geht's. Damit ihr nicht nackt vor mir steht. Damit ihr nicht bloß dasteht. Und der Ort, wo dann diese Entscheidungsschlacht durch diese Eskalation stattfindet, ist Harmagedon. Wir haben dann verschiedene Schauplätze des Endkampfs am Tag des Herrn. Das sind insgesamt 6 Schauplätze. Es ist sehr komplex und ich werde es hier jetzt nur andeuten, weil sonst würde der Vortrag noch eine Stunde länger dauern, was unbedingt zu vermeiden ist, sondern wir haben den Schauplatz Edom und Bosra durch Jesaja 34 und Jesaja 63, dann haben wir das Tal Josaphat als einen Schauplatz, Joel 4, dann haben wir Harmagedon, ich meine Hesekiel 38, 39 schreibt Harmagedon und 3 Texte in der Offenbarung, die Harmagedon beschreiben, jeweils aus einer anderen Perspektive, wie wir noch sehen werden. Das sind 3 Schauplätze, dann Jerusalem ist natürlich der finale Schauplatz, weil Jesus ja auch in Jerusalem wiederkommt. Aber auch der gesamte Nahe Osten ist involviert und es hat auch weltweite Dimensionen. Also es ist eine sehr komplexe Sache. Und der Tag des Herrn, darf man nicht denken, dass das ein 24-Stunden-Tag ist. Der Tag des Herrn, das ist eine gewisse Phase dieses Endkampfes, der an verschiedenen Schauplätzen stattfindet.
Der wird sicherlich nicht in Jahre gehen, sondern eher in Wochen, vielleicht auch Monate, aber es wird mehr als 24 Stunden sein. Jetzt schauen wir uns diese Schauplätze an. Was passiert an diesen Schauplätzen? Der Schauplatz Edom oder Bosra. Bosra ist die Hauptstadt von Edom nach Jesaja 34 und Jesaja 63. Wir haben dort ein globales apokalyptisches Gericht. Das ist wichtig, diese globale Dimension hier zu sehen, von diesem Showdown der Weltgeschichte, so können wir das nennen, ja, der Showdown der Weltgeschichte, Jesaja 34, 1 bis 4. Kommt herzu, ihr Heiden, und höret, ihr Völker, merkt auf. Die Erde höre zu und was sie füllt, der Erdkreis und was darauf lebt. Okay, ich glaube, jetzt sollte man mal hinhören, wenn Gott sowas verlauten lässt. Denn der Herr ist zornig über alle Heiden und ergrimmt über alle ihre Scharen. Er wird an ihnen den Bann vollstrecken und sie zur Schlachtung dahingeben. Und ihre Erschlagenen werden hingeworfen werden, dass der Gestank von ihren Leichnamen aufsteigen wird und die Berge von ihrem Blut fließen. Und alles Heer des Himmels, jetzt kommt die kosmische Dimension, und alles Heer des Himmels wird dahinschwinden. Und der Himmel wird zusammengerollt werden wie eine Buchrolle. Und all sein Heer wird hinwelken wie ein Blatt verwelkt am Weinstock, wie ein dürres Blatt am Feigenbaum. Also das ist dieses globales apokalyptisches Gericht Gottes über Völker, alle Völker. Dann wird der Richter beschrieben in Vers 6. Des Herrn Schwert, Jahwes Schwert, ist voll Blut und trieft von Fett. Ja. Denn Jahwe hält ein Schlachten in Bosra und ein großes Opfer im Lande Edom. Also der Richter ist Jahwe nach Jesaja 34. Nach Jesaja 63 ist es Jesus Christus. Ja. Aber dass die zusammenarbeiten, ist ja kein Geheimnis. Jesaja 63, wer ist der von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Bosra, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und einherschreit in seiner großen Kraft? Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet und bin mächtig zu helfen. Dieses Ich bin, kennen wir ja schon, ne? Was ist das, der Name Jahwes? Ich bin, der ich sein will. Das ist Ich bin. Jesus hat auch die Ich bin-Worte, ich bin das, ich bin das. Ja? Es ist ganz klar, dass dieser Rächer von Bosra, der hier beschrieben wird in Jesaja 63, dass es Christus ist. Und in Apostelgeschichte 17 sagt ja auch Paulus, dass Gott einen Mann bestimmt hat, durch den er den ganzen Erdkreis richten wird. Aber dass Christus im Gericht eine Rolle spielt, ist natürlich keine Überraschung. Die Frage ist dann, weil der Text dann weiter nach dieser globalen apokalyptischen Gericht, wie es eingeleitet wird, wird dann aber nur noch von Edom gesprochen. Denn mein Schwert ist drunken im Himmel und sie es wird herniederfahren auf Edom. Und dann kann man natürlich auf Edom als Land denken. Und das entspricht auch dem wörtlichen Sinn des weiteren Textes. Da werden sehr konkrete Angaben über Edom gemacht. Also da ist sehr viel dafür zu sagen, dass es wirklich geografisch in Edom, also im heutigen Jordanien, stattfinden wird, diese Sache hier. Andere sehen aber Edom auch als Symbol nur für die Israel-hassende, gottfeindliche Welt. Also Edom praktisch als die gottfeindliche Welt. Und man kann auch im Text sagen, wenn der Synonyme Parallelismus ist, hier in Vers 5, es wird herniederfahren auf Edom und über das Volk, an dem ich den Bann vollstrecke zum Gericht. Also das Volk, an dem man den Bann vollstreckt, sind alle Völker. Und Edom ist als Bildwort für Israel-hassend. Und gottfeindlich. Also, aber ich denke trotzdem, aufgrund der konkreten Beschreibung, Bosra wird genannt, auch einige andere Städte und Beschreibungen der Natur und so. Ich glaube, dass diese Sache sich trotzdem geografisch hier im heutigen Jordanien irgendwo abspielt. Das große Schlachten in Edom als Tag der Rache Gottes und Jahr der Vergeltung für Zion. Also ein Rachetag Gottes, wo sich Recht an seinen Feinden und vor allem Rache übt für all das, was Israel angetan worden ist. Und das steht hier in Jesaja 34 sehr deutlich, Vers 6 bis 8. Des Herrn Schwert ist voll von Blut und trieft von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Widder. Denn der Herr hält ein Schlachten in Bosra und ein großes Opfer im Land Edom. Da werden Wildstiere mit ihnen niedersinken und junge Stiere samt den Büffeln. Und ihr Land wird trunken werden von Blut und die Erde wird triefen von Fett. Denn es kommt der Tag der Rache des Herrn, der Rache Jahwes, und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Also Rache für Israel zu nehmen.
Es ist ein Rachetag für Israel. Und das Gleiche wird auch in Jesaja 63 beschrieben, dass es dieser Rachetag ist. Und Jesaja 63, Vers 4, sagt dann, warum ist dein Gewand so rot fahren, dein Blut wie die eines, dein Kleid so blau oder rot wie ein Keltertreterkleid? Ich trat die Kelter, also das Gericht Gottes, allein und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert, also die Völker, gerichtet in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut und auf meine Kleider gespritzt und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Denn ich hatte einen Tag der Vergeltung mir vorgenommen. Das Jahr, die meinen zu erlösen, ist gekommen. Also dieser Doppelaspekt, es ist ein Tag der Rache Gottes an den Völkern und es wegen ihrer Vergehen an Zion, aber es ist auch ein Tag, an dem Gott die Seine dann erlöst, also Israel erlöst. Und dann wird noch die ewige Verwüstung Edoms beschrieben. Das wird, wie Sodom und Gomorra, wird es auch so ein ewiges Zeichen sein. Tal Josaphat, Joel 4. Da ist die Frage, ob Josaphat ein Symbolname ist. Jahwe ist Richter, also einfach praktisch im Tal Josaphat wird es passieren, also Jahwe wird richten. Oder ob es ein Hinweis ist auf den Sieg Josaphats, wo auf übernatürliche Art und Weise, weil die Völker sich gegenseitig dann geschlachtet haben, eine feindliche Koalition besiegt hat. Also er hat praktisch einen Sieg gewonnen in der Schlacht, ohne dass er selber kämpfen musste, weil die sich gegenseitig abgemurkst haben. Also beides, entweder das eine oder andere oder vielleicht sogar beides, könnte hier eine Rolle spielen, um diesen Ort, wo das hier geschieht, als Tal Josaphat zu bezeichnen. Die zeitliche und räumliche Einordnung ist sehr klar. Die zeitliche Einordnung in Joel 1, 4, Vers 1. Jetzt muss ich mal ein bisschen blättern. Das ist hier Joel 4, Vers 1. Denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde. Also wenn das Geschick Israels grundlegend gewendet wird, durch die Wiederkunft Jesu dann, ja, und durch die Annahme, Wiederannahme Israels, da in diesem Zeitraum, da kommt es rein. Also ganz klar, endzeitlich. Räumliche Einordnung, Vers 12. Die Heiden sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat. Man weiß es aber nicht, wo man es auf der Landkarte suchen soll. Es gibt kein Tal Josaphat in dem Sinne. Auf zum Tal Josaphat, also im Tal Jahwes Richter. Oder im Tal da, wo die feindliche Koalition sich gegenseitig abmurkste. Die Heiden sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat, denn dort will ich sitzen und richten alle Heiden ringsum. So wie Nebukadnezar dann die Oberschicht Israels oder Judas gerichtet hat bei Ribla, so wird Gott im Tal Josaphat dann die Völker richten. Es gibt Ausleger, die, oder in der älteren Auslegung hat man gedacht, es wäre das Kidron-Tal bei Jerusalem, dass dort dieses Gericht stattfindet über die Völker. Andere aufgrund der Beschreibung, dass es eher ein weites Tal ist, passt dann nicht zum Kidron-Tal. Also man weiß es nicht, wo dieser Ort ist. Es ist eher ein symbolischer Name. Es geht auf jeden Fall um einen Gerichtsprozess gegen alle Heiden wegen ihrer Vergehen an Israel. Das ist der entscheidende Punkt bei dieser Sache hier. Ich will alle Heiden zusammenbringen, will sie ins Tal Josaphat, also ins Richttal praktisch, wo Jahwe Gericht hält, hinabführen und will dort mit ihnen rechten, Gerichtsprozess haben, wegen meines Volks und meines Erbteils Israels, weil sie es unter die Heiden zerstreut, weltweite Zerstreuung Israels, und sich in mein Land geteilt haben. Also das Land immer wieder anders aufgeteilt haben, sich selber in Besitz genommen haben. Sie haben das Los um ein Volk geworfen, haben Knaben für eine Hure hingegeben, also für den Preis von einem Hurenlohn, und Mädchen für Wein verkauft und haben es versaufen, vertrunken, ja. Also das sind die Hauptvergehen, dessen die Völker beschuldigt werden, wie sie sich Israel gegenüber verhalten haben, vor allem die Zerstörung, ständige Verfolgung der Juden und so weiter, diese Sachen. Und was sie mit ihrem Land gemacht haben. Weil es ja Jahwes Land ist, was er Israel gegeben hat. Dann wird von einem Prozess gegen Tyros, Sidon und Philister gesprochen. Philister entspricht so den Gazastreifen, Tyros, Sidon ist Libanon. Es wird zum Heiligen Krieg aufgerufen, dass sie sich jetzt rüsten sollen für diese letzte finale Auseinandersetzung. Und der Tag Jahwes wird in dem Tal der Entscheidung stattfinden. Da heißt es, greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif.
kommt und redet, denn die Kelter ist voll, die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß. Also jetzt ist wirklich Abrechnungstag. Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung, diesem Tal Josaphat. Denn des Herrn Tag ist nahe im Tal der Entscheidung. Und dann gibt es sogar noch kosmische Zeichen. Sonne und Mond werden sich verfinstern, die Sterne haben ihren Schein verloren. Und dann sieht man, dass ein riesiger Kontrast ist zwischen, wie es Juda und Jerusalem ergeht auf der einen Seite und wie es den Nachbarn Israels ergeht, Ägypten und Edom. Das ist dann in den Versen 16 bis 21. Der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben. Aber seinem Volk wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. Also er kümmert sich um sein Volk Israel. Und ihr sollt erfahren, dass ich, Jahwe, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen Berg wohne. Dann wird Jerusalem heilig sein und kein Fremder wird mehr hindurchziehen. Und aber Ägypten soll wüst werden und Edom eine Einöde. Ja, gibt noch ein bisschen mehr, was da steht, aber diesen Kontrast. Das ist Tal Josaphat. Hier geht es um Gericht über die Heiden, wegen ihres Verhaltens gegenüber Israel. Dann Harmagedon, wird viel darüber geschrieben, Offenbarungstexte, ich mache das kurz. Wir haben, denke ich, Harmagedon wird aus drei verschiedenen Perspektiven gezeigt. Einmal aus der militärischen Perspektive, mit der sogenannten sechsten Posaune. Offenbarung 9, Vers 13 bis 21, da wird die Vorbereitung gezeigt, hat auch wieder mit dem Euphrat zu tun. Das Ergebnis der Schlacht ist, dass ein Drittel der Weltbevölkerung getötet wird. Dann wird das Heer beschrieben, da meinen manche, das wären nicht technische Beschreibungen von Panzerheeren. Entscheidend ist hier, dass trotz dieses schrecklichen Gerichtes hier in dieser sechsten Posaune, dass die das überleben, also ein Drittel wird umkommen, ein Drittel der Menschheit, aber die das überleben, werden trotzdem nicht Buße tun. In Kapitel 16 wird das aus der politischen Perspektive geschildert, dieses Harmagedon, wie das politisch organisiert wird. Das haben wir schon gelesen. Die Voraussetzung, auch da wieder, dass die Grenze zwischen Ost und West, der Euphrat, dass diese Grenze überwunden wird. Dann, dass die ganze Welt mobilisiert wird durch den Antichristen und Satan und den Falschpropheten. Die Gläubigen werden ermahnt, ihre Kleider nicht zu besudeln. Und das Ganze wird auf Harmagedon, Berg von Megiddo, am Eingang der Jezreel-Ebene lokalisiert, wo diese Schlacht stattfindet. Und Napoleon hat da mal gesagt, das ist so eine fantastische Ebene, hier könnte man alle Heere der Welt versammeln. Ja. Und hier hat es auch in der Geschichte Israels sehr viele wichtige Schlachten gegeben. Also Berg von Megiddo, Nordisrael. Und Harmagedon kommt nochmal ein Blick in Offenbarung 19 in der christologischen Perspektive. Also wird gezeigt, wie Jesus wiederkommt als Sieger auf dem weißen Pferd und wie die Tiere werden zum Schlachtfest eingeladen, weil da viel Fleisch zu fressen gibt. Und der Ausgang des Krieges ist klar, der Antichrist und seine Heere und die ganzen Völker, die Heere der Völker, die werden komplett vernichtet und zerstört. Das ist so in der Kurzfassung Harmagedon, man kann die Stellen nachlesen. Und ich glaube auch, dass Hesekiel 38, 39 da dazugehört. Ja. Dann der Endzeitort oder die Lokalisierung bei diesen Dingen in diesem Endkampf, also Endzeitschauplatz, wollte ich sagen. Endzeitschauplatz ist natürlich Jerusalem. Da finden wir in Sacharja 12 bis 14 und Offenbarung 11 wichtige Informationen. Jerusalem ist als Taumelbecher zugerichtet für alle Nationen, als ein Laststein für alle Völker. Jeder, der den hochheben will, wird sich daran verheben. Ja. Und in Sacharja 14, Vers 2 heißt es nochmal, dass Gott alle Völker der Erde versammeln wird nach Jerusalem. Ja. Und jetzt überraschenderweise wird Jerusalem diesmal auch eingenommen. Jerusalem wird tatsächlich eingenommen. Ich lese hier Sacharja 14. Sacharja 12 bis 14 ist hier extrem wichtig in dem Zusammenhang. Sacharja 12, 14, Vers 2. Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, Vers 2, denn ich werde alle Heiden versammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Also Gott letztlich macht das. Obwohl es Satan, Antichrist, Falschprophet organisieren, aber es steckt Gott dahinter.
um diese Abrechnung zu machen, Showdown der Geschichte. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet. Trübsal für Israel. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt, auch das noch. Aber das übrige Volk, also ein Überrest wird bleiben, das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet. In diesem Zusammenhang sehe ich auch mit der Eroberung Jerusalems dann als Schauplatz, wo der Antichrist vorübergehend Jerusalem erobert. Und das passiert, was hier steht. Dass in diesem Zusammenhang auch die zwei Zeugen getötet werden, die in der Vollmacht von Elia und Mose bisher gewirkt haben. Und jetzt ist ihre Zeit von 3,5 Jahren abgelaufen und jetzt können sie auch getötet werden. Ja. Ihr Zeugendienst ist abgelaufen. Wobei sie im Grunde genommen durch ihren Tod und das, was 3,5 Tage danach geschieht, mindestens genauso ein gewichtiges Zeugnis geben, wie durch die 3,5 Jahre, wo sie gewirkt haben und Plagen geschickt haben und so Wunder getan haben, um einfach das Volk Gottes zu flankieren und zu unterstützen und ein Zeugnis abzulegen für Gott. Aber jetzt hier in Offenbarung 11 ist ihr Ende beschrieben, sehr ausführlich. Und da zeigt sich ja auch, dass hier jede symbolische Deutung der zwei Zeugen völlig versagt. Das geht ja überhaupt nicht. Ja. Hier ihr Ende, das Ende der zwei Zeugen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, diese zwei Gesalbten in der Kraft Moses und Elias, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen. Dieser Showdown hier, Jerusalem wird eingenommen, wird mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und sie töten. Also sie sind zeitgleich. Und ihre Leichname wird liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde, also in Jerusalem, auf dem Marktplatz von Jerusalem werden die liegen. Und die Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und 1/2. Also auch die Erfindung des Fernsehens oder Live-Übertragung war eine wichtige technische Voraussetzung, um dieses prophetische Wort zu realisieren. Dass es weltweit live praktisch gesehen werden kann, wie die Leichen da liegen. Überhaupt kein Problem, ne? NTV und andere machen es ja möglich. Es wird eine Live-Übertragung aus Jerusalem geben, wo man die Leichname gucken kann. Die werden 3,5 Tage nicht ins Grab gelegt. Jedes Jahr ihrer Weissagung muss ein Tag ihr Leichnam auf der Erde liegen. Und nach 3 Tagen, und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden. Denn diese zwei Propheten hatten gequält die Menschen, die auf Erden wohnten. Die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. Und nach 3 Tagen und 1/2 fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Zeit geschah ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt stürzte ein. Und es wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen da in Jerusalem. Und die anderen erschraken. Und das ist das einzige Mal in der ganzen Offenbarung, wo durch eine Gerichtsaktion eine Umkehr geschieht. Das ist sensationell. Und die übrigen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Und das dritte Wehe ist die Wiederkunft Jesu zum Gericht. Nachdem diese zwei getötet und geschändet wurden und dann den Himmel auffahren und es führt zu einer Erweckung in Jerusalem, die es gesehen haben, dann greift Gott aber zugunsten Israels ein. Und jetzt müssen wir nochmal zurück zu Sacharja. Dann greift Gott zugunsten Israels ein, das ist ganz klar gesagt, in Kapitel 12, Vers 4 und 14, Vers 3 von Sacharja. 12, Vers 4. Zu der Zeit, spricht der Herr, will ich alle Rosse scheuen, ihre Reiter irre machen, aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen halten und alle Rosse und der Völker mit Blindheit plagen. Und in 14, Vers 3 heißt es dann, und der Herr wird ausziehen, also da, wo die Stadt dann eingenommen worden ist, die Frauen geschändet und die in die Gefangenschaft geführt werden.
Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und dann dürfen sich diese Angreifer natürlich warm anziehen. Es wird dann die Rolle der Fürsten Judas in diesem Konflikt beschrieben. Und es wird dann gesagt, dass das Haus David und Jerusalem nicht hochmütig wird, dass Gott einfach deswegen aus strategischen Gründen zuerst Juda rettet und dann erst Jerusalem. Und dann werden alle Angreifer vernichtet. Das wird sehr drastisch beschrieben. In Kapitel 12, Vers 9 heißt es, das ist wieder Sachaja, ich bin schon wieder in einem anderen Buch. In Sachaja 12, Vers 9 haben wir die Aussage, zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Also wer da mitmacht, hat auch ein klares Ende. Und in Kapitel 14, zwei Kapitel weiter, Vers 12 und 5 bis 15 wird näher beschrieben, wie diese Heiden da vernichtet werden. Und dies wird die Plage sein, mit der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen im Mund. Und der Herr wird zu der Zeit eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, sodass einer den anderen bei der Hand packen und seine Hand wieder des anderen Hand erheben wird. Das sind verschiedene Aspekte, wie Gott das Angreifende hier vernichtet. Einmal durch diese Verwesung am lebendigen Leib, das andere, dass sie sich gegenseitig abschlachten. Und auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen und dann wird zusammenbringen die Güter aller Heiden ringsum und so weiter. Und auch die Tiere werden mit dieser Plage geschlagen, wenn sie bei lebendigem Leib verwesen. Also eine Vernichtung der Angreifer findet sich auch in Offenbarung 19 natürlich. Und eine Läuterung Israels durch Gericht. Das passiert. Wir haben ja schon gesehen, im Umschwung, als die zwei Zeugen dann gen Himmel fahren, dass sie dem Gott des Himmels die Ehre geben. Aber erst nach dem Gericht, nachdem die Stadt gefallen ist und Gefangenschaften, Frauen geschändet wurden und all das, ja. Durch das Gericht hindurch. Und jetzt sind hier mal ein paar Zahlenangaben gegeben, wie man sich das vorstellen muss, die Ausmaße dieses Gerichts und dieser Läuterung. Da heißt es ja, und es soll geschehen in dem ganzen Land, also meines Erachtens Israel, spricht der Herr, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen. Und nur der dritte Teil soll darin übrig bleiben. Also ein Drittel wird überleben. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Die dieses Gericht überleben und die geläutert worden sind, die werden dann meinen Namen anrufen und ich will sie erhören. Ich will sagen, es ist mein Volk und sie werden sagen, Herr, mein Gott. Also Gott bringt letztlich durch Gericht sein Volk wieder zurück an sein Herz. Läuterung Israels durch Gericht. Dann gibt es den Schauplatz Nahe Osten. Das werden die teilnehmenden Akteure genannt. Der Text ist sehr komplex und kompliziert und sehr umstritten. Ich werde nicht näher besprechen. Da muss man dann mal auf meinen Daniel-Kommentar warten. Wenn das soweit ist, dann kann man es dann nachlesen. Israel und seine Nachbarn sind da involviert. Und der Ausgang des Überfalls ist, dass hier der Anführer, wohl der Antichrist, dass der dort zu seinem Ende kommt. Und dann hat es noch weltweite Dimensionen, das Gericht, das wird im sechsten Siegel und auch in der siebten Zornesschale beschrieben. Das ist nämlich, es beschreibt das gleiche Szenario. Also man sollte sich von dem Gedanken verabschieden, dass die Siegel, die Posaunen und die Zornesschalen streng chronologisch sind. Das ist nicht der Fall, wenn man das genau untersucht, sondern da sind immer Bilder, die gezeigt werden, manches sehr deckungsgleich, gehört zusammen, muss zusammengeschaut werden und so. Hat schon eine gewisse Chronologie, aber es ist nicht eins streng chronologisch nach dem anderen. Sondern es geht immer wieder, das ganze Bild wird gezeigt bis zum Ende, dann wird nochmal das ganze Bild bis zum Ende gezeigt, nochmal das ganze Bild bis zum Ende oder die Endphase des Endes und dadurch kommt es zu Überschneidungen. Und ich glaube, dass das sechste Siegel und die siebte Zornesschale die gleiche Sache beschreiben, nämlich die weltweiten Aspekte dieses Gerichts. Wir haben beim sechsten Siegel, Offenbarung 6, Erdbeben, kosmische Zeichen, Berge und Inseln verschwinden, Menschen verkriechen sich vor dem Zorn des Lammes. Wollen lieber sterben, als dem Richter zu begegnen. Bei der siebten Zornesschale haben wir auch wieder kosmische Zeichen, wir haben auch wieder Erdbeben. Wir haben die Zusatzinformation, dass Jerusalem in drei Teile geteilt wird. Wir haben auch von dem Erdbeben gehört, vorhin beim Schauplatz Jerusalem. Die Städte der Heiden fallen. Also weltweite Auswirkungen dann. Die Städte der Heiden fallen.
Babylon trinkt den Kelch des Zornes Gottes. Also war vom Zorn des Lammes bei der sechsten Siegel, jetzt vom Zorn Gottes die Rede. Wiederum Berge und Inseln verschwinden. Muss man sagen, wie oft können die denn verschwinden? Ich würde sagen, einmal können sie verschwinden. Bei einer Gelegenheit. Es beschreibt einfach die gleiche Sache. Und wie es oft in der Bibel ist, wird etwas beschrieben, dann wird es nochmal beschrieben und ergänzt. Genau das haben wir hier. Das sechste Siegel beschreibt diese Ereignisse weltweit, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. Und das wird in der siebten Zornesschale auch beschrieben und wissen mit ein paar Zusatzinformationen garniert. Und hier eine wichtige Zusatzinformation. Die, die überleben, auch sie tun nicht Buße, sondern sie lästern wegen der Hagelplage, die damit einhergeht. Die Ereignisse im Kontext der Wiederkunft Jesu, wir sind gleich fertig. Ich will sie nur nennen und die Texte gar nicht mehr lesen, sondern einfach, das sind die Punkte, was im Zusammenhang der Wiederkunft Jesu geschieht. Also im Zusammenhang, denke ich jetzt hier im Zeitraum von Wochen, vielleicht Monat oder so. Also wirklich nur von Tagen oder Wochen. Wir haben die Auferstehung der zwei Zeugen. Wir haben irdische und kosmische Zeichen. Wir haben eine Geistausgießung über Israel. Wenn Jesus auf dem Ölberg kommt, dann werden sie ihn schauen, den sie durchbohrt haben. Und der Geist wird ausgegossen, ein Geist des Flehens, des Gebets, der Gnade und des Gebets. Ja? Und dass Jesus wieder auf dem Ölberg kommt, wurde ja auch schon den Jüngern gesagt, als er eben den Himmel gefahren ist vom Ölberg aus. Dann wird großes Wehklagen sein beim Kommen Jesu. Alle Stämme des Landes werden wehklagen. Es wird oft bezogen, als würden alle Völker der Erde wehklagen. In der ursprünglichen Stelle, Sacharja 12, da geht es um Israel und die Stämme in Israel, die da wehklagen. Und das wird dann in Matthäus, in Offenbarung auch aufgegriffen, diese Wehklage. Aber es sind nicht alle Stämme der Erde, sondern eher alle Stämme des Landes, nämlich des Landes Israel. Also die Stämme Israels, die werden wehklagen, wenn Jesus kommt, weil dann werden sie sehen, das ist der Messias, auf den wir so lange gewartet haben. Und es war der, den wir gekreuzigt haben. Das wird eine Riesenwehklage sein. Wird dann beschrieben, diese Wehklage. Und in dem Zusammenhang, wo Jesus wiederkommt, werden auch die Heiligen gesammelt. Und die Heiligen werden dann eingereiht in seinen Siegeszug und werden mit ihm dann triumphal erscheinen. Ja. Und die Stellen sind hier wichtig. Aber aus Zeitgründen kann ich jetzt da nicht mehr auspacken. Aber das ist auch, was dann mit der Entrückung zusammenhängt. Da ist die Entrückung. In unmittelbarer Verbindung mit der Wiederkunft Jesu werden die Christen, die überlebt haben, verwandelt werden, werden den Tod nicht schauen, aber auch keinen Vorteil haben gegenüber denen, die schon gestorben sind, weil wir den auferweckt bekommen, einen neuen Leib, werden mit eingereiht und sind im Siegeszug Jesu bei seinem Kommen triumphal, werden sie präsentiert als Nachfolger im Gefolge Jesu. Und diese Sammlung wird von Engeln durchgeführt. Das ist natürlich auch symbolisch, vom einen Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels hat Jesus praktisch gelehrt. Ja? Also die Sammlung der Heiligen erfolgt durch Engel, es ist aber in einem Augenblick und es ist da, wo auch dann die erste Auferstehung ist, wo die gläubigen Verstorbenen auferweckt werden, neuen Leib bekommen und die Lebenden, die da gesammelt werden, werden auch verwandelt, bekommen neuen Leib und ziehen mit Jesus siegreich dann hier in der Welt ein und die Feinde Jesu werden bestraft. Letzte Folie. Eine mögliche Chronologie des Endzeitfahrplans. Das ist Versuch, Stand März 24. Es ist eine Annäherung. Ich sage nicht, dass es so genau kommt. Ich gebe auch keine zeitlichen Prognosen, wie lange das geht. Aber ich denke, es ist eher früher als später. Und ich denke persönlich nicht in Jahrhunderten bei dieser Geschichte. Was meines Erachtens dringend sein muss und wahrscheinlich als allernächstes kommt, ein Meilenstein, ist die Bargeldabschaffung. Weil das ist die geldliche Voraussetzung, um Offenbarung 13, 11 folgende umzusetzen. Auch wird sich die EU und dieser Mittelmeerraum, der sich gerade integriert, immer weiter konsolidieren und irgendwann übergehen in eine Regierungsform von, Anführungszeichen, 10 Königen. Also irgendein Zehnergremium wird es da mal geben. Das haben die in der alten Kirche schon gesehen. Wenn das Römische Reich in eine Regierungsform von 10 Königen übergeht, dann kommt Jesus wieder. Oder dann kommt der Antichrist, dann kommt Jesus wieder. Ja. Jetzt ist das Römische Reich aber verschwunden
Aber jetzt in unseren Tagen taucht es wieder auf und formiert sich in einer rasenden Geschwindigkeit. Ja? Und wenn wir gerade an die Union für den Mittelmeerraum denken, 43 Staaten inklusive Israel, das ist sehr, sehr identisch wie das Römische Reich in der größten Ausdehnung, sogar noch größer. Ja? Aber wenn das als politische Institution Wirklichkeit wird, dann wird auch der Letzte merken, dass da etwas passiert ist, dass ein Reich, was in der Versenkung verschwunden war, plötzlich jetzt wieder aufgetaucht ist und sie werden erstarren vor Ehrfurcht, was hier gelungen ist, dass das Römische Reich wieder erweckt worden ist. Ein Traum, der in Europa immer präsent war, das Römische Reich wieder zu beleben. Das Auftreten des Antichristen und sein Bundesschluss mit Israel, da ist der Antichrist wahrscheinlich noch gar nicht in der Machtposition von seiner dreieinhalbjährigen Wirkungszeit, weil er wirkt ja nur 3,5 Jahre. Aber der Bund wird für 7 Jahre geschlossen und nach 3,5 Jahren wird der Bund erst gebrochen. So glaube ich, dass die eigentliche Wirksamkeit, wo der Antichrist sein wahres Gesicht zeigt, natürlich nach dieser Zäsur, nach diesem Bundesbruch ist. Aber vorher ist er offenbar, vielleicht als jüdischer religiöser Führer und Politiker, der vielleicht auch den Wiederaufbau des Tempels organisiert. So hat es die alte Kirche übrigens gesehen, dass der Antichrist den Tempel aufbauen wird. Und die Juden sagen ja auch, der Messias soll den Tempel aufbauen. Wenn der Antichrist kommt, sich als Messias ausgibt, als Messias angenommen wird, dann könnte es durchaus zum Tempelbau kommen. Also man muss Abwartendes beobachten. Das Auftreten des Antichristes, sein Bundesschluss mit Israel, in diesem Kontext auch Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Entweder als Folge dieses Bundesschlusses, oder irgendwie hat es was mit dem Tempel zu tun. Die ersten beiden Sachen hat ganz viel mit der westlichen Welt zu tun. 3 und 4 hat ganz viel wieder mit Israel zu tun. Man muss immer das gleich anschauen. Israel, Europa, Römisches Reich, Israel. Was tut sich da? Dann kommt diese Zäsur durch den Bruch des Bundes mit Israel nach 3,5 Jahren. Und jetzt wird es Zeit, aktiv zu werden, spätestens jetzt. Also vorher ist es alles noch harmlos, würde ich immer sagen. Es muss so kommen. Und wenn die Bargeldabschaffung kommt, kann es auch entspannt sein. Weil das kann ja noch 50, kann noch 100 Jahre dauern, bis das andere dann kommt. Aber Jesus sagt, wenn ihr sehen wird, den Gräuel der Verwüstung stehen an einem heiligen Ort, wo nicht stehen soll, dann flieht ab. Dann wird es ernst. Das ist das Fanal, wo die Verfolgung losgeht. Ja. Und dann rät Jesus zur Flucht. Allgemeine Charakteristik der Zeit nach der Zäsur, ich habe gesagt, ja, es ist Zeit der Verführung, es ist Zeit der Drangsal für Israel, Zeit der Drangsal für Christenverfolgung, Martyrium, aber auch der Gerichte Gottes und so weiter. Diese Zeit wird schrecklich sein, 3,5 Jahre. Schrecklicher als alles, was bisher gewesen ist. Aber es wird als Ermutigung auch der Dienst der Zeugen in Jerusalem stattfinden, die unangreifbar sind und mit Zeichen und Wundern und Plagen einfach die Gemeinde flankieren. Dann kommt es zu dieser ersten Eskalation durch das Tier aus der Erde, wo dann auch dieses Mahlzeichen eingeführt wird und dieses Bild des Tieres aufgerichtet wird und angebetet werden muss. Und dann kommt es zu ganz, ganz schlimmer Verfolgung ab diesem Punkt. Und am Ende dann noch ein bisschen weiter hinten, eine finale Eskalation durch Satan, Tier aus dem Meer, Falschprophet. Und in dem Zuge dann der ganze Endkampf am Tag des Herrn mit verschiedenen Schauplätzen. Und wir haben auch gesehen, einige Ereignisse im unmittelbaren Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Ja, und das ist das Ziel, worauf es hinausgeht. Und ich will auch keine Angst machen, sondern Jesus sagt, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen, ja, also wenn Bargeldabschaffung kommt, wenn der Tempel wieder aufgebaut wird, wenn ein Bundesschluss ist da mit Israel und die Opfer wieder aufgenommen werden, und wenn dann die Opfer aufhören, dann flieht. Aber Jesus sagt auch, wenn ihr seht, dass dieses geschieht, dann erhebt eure Häupter, weil ihr dann wisst, dass eure Erlösung naht, ganz nahe ist, nämlich die Wiederkunft Jesu. Darauf warten wir, das ist der Höhepunkt unseres Lebens, das ist der Höhepunkt der Geschichte. Und falls man den Märtyrertod stirbt, braucht man auch keine Angst zu haben, wir verpassen gar nichts. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir dabei sein. Wir werden dabei sein bei der ersten Auferstehung und im Gefolge Jesu als Sieger hier einmarschieren und dann übernehmen. Dann wird Weltmacht Vergangenheit sein und Reich Gottes, ewiges Reich Gottes, dann die Wirklichkeit. Ja, also
da habe ich jetzt viel Futter gegeben, darüber nachzudenken und die Bibelstellen und so, damit soll man sich beschäftigen. In diese Richtung denke ich nach über 40 Jahren Beschäftigung mit biblischer Prophetie.